Herzlich willkommen zur 133. Folge von Verhundert. Ich meine, wir sind wir. Und wer sind wir? Wir sind Luis, das bist du, und Steffen, das bin ich. Und wir sind der Verhundert-Podcast. Wir berichten über Dinge, die heute vor 100 Jahren in der Weltgeschichte so los waren. Richtig. Und der Stichtag der aktuellen Folge ist der 15.11.1922. Und 100 Jahre später ist der 15.11.2022, da ist auch die Folge erschienen. Und wir berichten tagesaktuell von den Ereignissen vom 15.11. bis zum 15.12.1922, also die letzten 4 Wochen. Und die Folge gliedert sich in eine Hausmeisterteil, wo wir über uns selber reden, Hausmeisterei betreiben. Wir beschränken uns auf wenige Minuten, erzählen einen Witz und danach kommen wir zu den Ereignissen von vor 100 Jahren. Anschließend haben wir ein Geweih, was aus dem Gebüsch guckt, röhrt, stolz geschwellter Brust, Harry Graf Kessler, ein Tagebuch, wir erzählen sein Leben nach, zum Schluss kommt ein Kulturteil. Genau, zu dem Witz möchte ich noch sagen, es ist ein Witz aus der Zeit vor 100 Jahren. Wir erzählen nicht so einfach so einen Witz, das muss schon vor 100 Bezug haben. Ja, und da wir meinen Wunsch hier machen, das anders, Steffen, wir hatten das in den letzten Folgen so, dass du das erklärst, lass das mal weglassen. Ich würde den Witz jetzt nur nennen wollen gleich, ja. Wir erklären ihn nicht. Ich finde das gut. Ich fand das immer so doof, wenn ich den Witz erklären musste. Ja, das ist nicht gut. Ich habe auch schon wieder einen vorbereitet. Okay. Wir reden heute über das Internet, weil wir wollten die Folge schon vor einer Woche aufnehmen. Nur ich habe halt gesagt, das Baby wird schlafen, das läuft. Und Ergebnis ist, wir nehmen jetzt eine Woche später auf. Ja, weil das Baby natürlich nicht geschlafen hat. Richtig. Und wir stattdessen die Zeit im örtlichen Krabbelladen verbracht haben. Ja. Kaffee trinken. Es war viel zu warm da drin. Ich kam da rein. Das war mein erster Aufenthalt in einem Krabbelladen. Und ich kam da rein und dachte, ich muss erstmal gefühlt 5 Schichten Kleidung hier abnehmen, weil das so warm ist. Aber das hat mich beruhigt, weil in diesem Krabbelladen schwitze ich immer rum und ich denke immer, ich habe irgendwas im Kreislaufproblem, weil mir auch immer so warm da drin ist. Aber man muss dazu als Steffen dann auch mal da war, also das sind, war ich beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der da so rumschwitzt, wie so ein Elch in diesem Krabbelladen immer. Ja, ja. Und ich sitze auch immer im T-Shirt, ja, bei jedem Wetter da drin und mir ist trotzdem warm. Jedenfalls war es schön, mit dir Kaffee zu trinken und Steffen hat auch den Familienbeitrag gezahlt. Fand ich lustig. Ja. Wollte gehen und dann kam die Ansage von der Betreuerin, ja, die Familienbeitrag hat ihr Kumpel schon bezahlt. Das fand ich schön. Ja, ich dachte mir, wenn Luis mich schon in einen Krabbelladen reinbringt, dann zahle ich auch den Familienbeitrag. Vielleicht auch letzter Punkt zu den Hausmeisterthemen. Steffen hat mir auch wirklich schönes Geschenk gemacht zur Geburt des ersten Sohnes. Und zwar, er hat mir eine Hose geschenkt mit dem Verhundert-Logo und da steht drauf, ich bin keine 100 Jahre alt. Das ist ein schönes Geschenk. Ja. Ja. Und ich habe es auch schon an deinem Sohnemann gesehen. Er trägt es. Ja. Ja. Und er trägt es mit Stolz. Ja. Und es stimmt auch. So. Jetzt würde ich sagen, Hausmeister-Themen beenden wir. Er halte sich fest. Ich berichte über den Witz aus der Zeit von vor 100 Jahren. Ja. Er ist aus der Wiener Zeitbilder. Das ist so eine Art Beilage, ein bisschen bunter mit vielen Bildern und Werbung aus der Vossischen Zeitung, ist eine Tageszeitung in Berlin. Okay, der Witz hat den Titel Möglich. Es gibt einen Touristen und einen Schlosskastellan. Ich fange an, Steffen. Okay? Mit der Frage, was ist ein Schlosskastellan? Das ist quasi der örtliche Manager der Immobilie. Ah, ja. Okay. Das ist also quasi der Facility Manager. Gut, ja. Möglich. Tourist. Kann ich das Schloss besichtigen? Schlosskastellan. Ja, Herr. Soll ich Sie führen? Tourist. Nicht nötig. Ich bin hier mal König gewesen. Ja. Sehr witzig. Das war dieser Witz aus der Zeit von vor 100 Jahren. Ich hoffe, Steffen, hast du ihn genossen. Ich hoffe, er ist dir wie Öl den Rücken runtergelaufen. Also ich fand, er gehörte zu den Besseren. Tatsächlich. Ja, ich hoffe, er ist dir zwischen deinen Zehen stecken geblieben.
Ja, es kribbelt leicht im Bauchnabel. Also ich muss wirklich sagen, ich lache jetzt nicht aus Herzen, weil ich kann nicht selten über Witze lachen. Aber er gehört schon zu den Besseren, ja. Auf die Art und Weise kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Aber vorher noch ein bisschen Werbung von vor 100 Jahren. Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.11.1922. Haarschmuck. Elegant patentierte Neuheiten in irisierenden Farben. Musterkollektion gegen Voreinsendung von 50 Franken oder 4 Dollar oder 20 Schilling oder 25 Pesos. Nur an Grossisten. H. Kölner und Co. Mannheim. Raubtierfallen für Tiger, Leoparden, Panther, Servale, Schakale, Fuchs und so weiter. Preisliste Nummer 81 kostenfrei. E. Grell und Co. Hoflieferant, Hainau in Schlesien. Kleinspielwaren, konkurrenzlos, billig. 100 Dutzend, nur 10.000 Mark inklusive Kiste. Oder 210 Dutzend, 20.000 Mark inklusive Kiste. Oder 330 Dutzend, nur 30.000 Mark inklusive Kiste. Circa 100 verschiedene Artikel. Versand sofort nur gegen Scheck. Asbeck, Fritz und Co. Hamburg 36. Koffer-Sprechmaschinen in verschiedenen Ausführungen. Anerkannt billigste Bezugsquelle. Lagerbesuch stets lohnend. Felsophon, Sprechmaschinen GmbH Berlin, Bülowstraße 85. Oder vielleicht doch die vornehme Resonanz-Sprechmaschine von Cremona. Der Cremona Werke GmbH Berlin, SO 26, Elisabeth Ufer 53. Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Und das heißeste Eisen im Feuer, die dickste Keule auf der Bowlingbahn, das bestpolierteste Besteck im Besteckkasten der heutigen Folge ist welches, Steffen? Megali Idea, aber nicht die griechische Variante, sondern die italienische Variante und damit der Marsch auf Rom. Und zwar faschistische Kampfbünde unter Führung, aber aus sicherer Entfernung, dazu später, weil persönliche Gefahr ist nichts, von Benito Mussolini marschieren auf Rom und übernehmen die Regierung in Italien. Am 31. Oktober wird das Kabinett vorgestellt von Mussolini. Was passiert? Und zwar unter Androhung von Gewalt erzwingen faschistische Kampfbünde mit ihrem Marsch auf Rom die Machtübernahme Benito Mussolinis in Italien. Es waren 40.000 Faschisten, das sind so Schwarzhemden, und die marschieren militärisch, paramilitärisch geordnet halt auch Rom zu. Mussolini ist natürlich nicht dabei, der hockt in Mailand und wartet, was passiert, und wartet auf Nachricht. Hm. Und Rom wird verteidigt und der Führer ist der aktuelle italienische König Emanuel III., weil Rom ist eine konstitutionelle Monarchie. Und der ruft den Belagerungszustand auf und überlegt, die Stadt mit militärischen Mitteln zu verteidigen. Und was passiert dann? Ja, es passiert erstmal nichts, weil das klingt immer so, der Marsch auf Rom, als ob dann Mussolinis Anhänger auch wirklich in Rom einmarschiert wären. Aber in Wirklichkeit hockten sie da im Sumpfgebiet drumherum und haben sich den Arsch abgefroren oder in der Nässe, besser gesagt. Und der König, der dann Rom haust, kann jetzt abwägen, stärkt er die bestehende Regierung oder guckt er oder wird er jetzt doch Mussolini angucken und sagen, ja, okay, mach du mal lieber Regierung weiter. Und tatsächlich sagt er, Mussolini, ich glaube, du machst das schon. Deine Schwarzhemden, die stehen hier und haben Rom umzingelt. Mach du mal hier Regierung weiter. Ich gebe dir das mal. Du hast gewonnen. Genau. Aber ich gebe dir das. Das bedeutet, ich darf weiter König spielen. Und so läuft es. Mussolini eilt das Telegramm und kommt natürlich dann nach Rom gefahren, sagt nicht nein und sagt, na gut, dann
stelle ich jetzt meine Regierung vor, er braucht 2 Tage. Es sind Faschisten, Nationalisten, wer hätte das gedacht, und auch ein Mitglied der Volkspartei sowie ein Demokrat. Und diese Regierung bekommt auch das Vertrauen vom Parlament. Das ist passiert. Ja, also ein Haufen Opportunisten, Opportunismus, und dann führen halt dazu, dass diese Regierung gebildet werden kann. Davor ist das passiert, was der Faschismus immer gerne tut. Es waren groß angelegte terroristische Übergriffe auf Sozialisten und Kommunisten. Schlägertrucks haben Parteilokale, Gewerkschaftshäuser und Zeitungsredaktionen verwüstet. Sie zwangen Gemeindeverwaltung zur Demission, also dass sie halt zurücktreten, quälten oder intrigen ihre Gegner. Mhm. Und wer hat hier geholfen? Wer war der Steigbügelhalter? Natürlich zum einen die linke Bewegung selber, weil sie waren waren uneinig, die waren halt zersplittert und konnten sich nicht einigen. Und zum anderen aber viel, 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 viel schlimmer, die Wirtschaft und die Industrie. Weil durch den Autoritätsanspruch Mussolini, dass er als der Duce, der Führer, das Land führt, hoffen sie, ihre eigenen Interessen durchsetzen zu können. Deswegen unterstützt diese Elite Mussolini. Ja. Ja. Wer war Benito Mussolini, Steffen? Also, er ist der Sohn eines Anarchisten gewesen. Und selber war er in frühen Jahren sogar Sozialist, war stark in der linken Bewegung dabei. Bis es so, ich glaube, dass der Wendepunkt muss wahrscheinlich im Weltkrieg passiert sein. Hat er mitbekommen, dass die Bewegung so, wenn er jetzt der linken Bewegung folgt, nicht zu dem Ziel führt, das er im Sinne hat, nämlich Gebietsgewinne für Italien, wieder ein großes italienisches Reich, eben nicht den römischen Reich, kann man sagen. Und deswegen wendet er sich so davon ab und kommt zu so einer nationalen Bewegung dann. Richtig. Und das finde ich für mich spannend, weil das war mir vorher nicht klar. Es gibt ja auch Teile im Kommunismus, die den Faschismus wollen. Eine Stalinartiges Faschismus oder auch das, was in Kambodscha passiert ist. Und dieser Teil, da war Benito Mussolini, der kennt da ja auch Pleinkamp. Und warum ist er da raus und hat seine eigene Bewegung gegründet? Weil er mit militärischen Mitteln Italien vergrößert wurde. Das war der Unterschied hier an der Stelle. Das fand ich interessant. Dazu würde ich gerne noch einen Podcast-Tipp geben, um das auch nochmal genauer nachzuhören. Das fand ich ganz schön gesagt. In der Vrindt-Folge 1417, der Marsch auf Rom, das ist ja hat ja da so eine Kooperation mit DLF Nova. Da wurde das nochmal schön erzählt. Oder unter anderem in WDR Zeitzeichen vom 30.10.2022 über den 30.10.1922. Und falls man noch eine Zeitungsmeldung dazu hören möchte, es gibt ja den Podcast Die Welt vor 100 Jahren, die Zeitungsmeldungen immer täglich lesen. Und da gibt es in der Folge 1045 auch einen Zeitungsausschnitt, der vorgelesen wird zu Mussolini. Kann ich empfehlen. Ja. Und das ist ein wichtiges Ereignis. Der Faschismus in Europa beginnt mit dem Marsch auf Rom, also der Produktive, mit dieser Machtergreifung. Und das ist ein wichtiger Einschnitt. Und als nächstes Thema haben wir einen Regierungswechsel im Deutschen Reich. Da würde ich jetzt gern zukommen, wenn das okay ist, Steffen. Ja, wir können gern von Italien ins Deutsche Reich mal wechseln. Wer wechselt denn da? Und zwar der deutsche Reichskanzler Josef Wirth, der Zentrumspartei, gibt seinen Rücktritt von ihm selber und seinem Kabinett bekannt. Harry Graf Kessler hat auch ganz viel dazu zu sagen. Ja. Der hat auch was zu sagen zum Marsch nach Rom, da kommen wir später. Und die Ursache dafür ist das Scheitern. Warte. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet, aber lass mich raten, weil sie die Erfüllungspolitik nicht, weil sie damit nicht vorankommen. Ja, da hast du völlig genau das wollte ich jetzt sagen. Genau, die Erfüllungspolitik hat da nicht funktioniert, weil die Reparationen werden im Deutschen Reich nicht erleichtert. Es gibt keine Entgegenkommen, besonders aus Frankreich, aus deutscher Sicht. Und die Erfüllungspolitik ist gescheitert. Auch Rathenau ist natürlich ein Riesenverlust durch seinen Attentat, dass er nicht mehr zur Verfügung steht. Und ja. Das ist gescheitert. Deswegen tritt er zurück. Das heißt, wir haben demnächst bald mal wieder Neuwahlen.
Nee. Nicht? Nein. Es wird eine neue Regierung gebildet im herrschenden Parlament. Oh. Und zwar, es gibt eine Verhandlung über eine Regierungsneubildung mit Vertretern einer großen Koalition. Und die sind gescheitert mit der SPD, weil die sich weigern, mit der DVP zusammenzuarbeiten. Das ist aus Sicht der SPD die Stündespartei. Es wird ein Mann von außen vom Reichspräsident Friedrich Ebert beauftragt. Also die SPD möchte nicht eine große Koalition bilden. Sie hat Angst davor. Und jetzt überlegt man sich, was gemacht wird. Es gibt auch keine Neuwahlen. Friedrich Ebert beauftragt Wilhelm Kuno. Das ist ein Industrieller, ein Wirtschaftsexperte, der nahm bereits an Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen sowie an Reparationskonferenz teil. Der wird jetzt auch Kanzler und der bildet ein bürgerliches Minderheitskabinett aus der Demokratischen Partei, DDP, den Zentrum, der Bayerischen und der Deutschen Volkspartei. Der Bayerischen Volkspartei. Und dem Zentrum. Also quasi, das ist ein bürgerliches Bündnis aus konservativen Parteien, würde ich sagen. Also sehr klares Bekenntnis zur Republik. Aber das ist so wie bei uns, als wenn halt die FDP und die CDU eine Minderheitsregierung stellen würde, die von den Grünen und der SPD zugelassen würde. So müsste man sich das vorstellen. Und es wird als Beamtenkabinett bezeichnet. Das ist ein sehr positiver Name. Ja, die deutsche Wirtschaft ist natürlich sehr begeistert, dass einer der ihren, er war der Direktor von Hapag, der Hamburg-Amerika-Linie. Ja, der Name kommt mir auch sehr bekannt vor, muss ich zugeben. Kuno? Ja, genau, hat die Generaldirektion der Hamburg-Amerika-Linie übernommen, von Albert Ballin. Name sagt mir was aus der Erinnerung. Ja, und die linken Parteien sind natürlich nicht begeistert, dass ein Großkapitalist aus ihrer Sicht die Regierung übernimmt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und besonders die SPD kritisiert diese neue Regierung stark. Jedoch wird die SPD kritisiert, weil sie ja sich geweigert haben, eine bürgerliche große Koalition zu bilden. Ja, das klingt immer so, das klingt für mich immer ein bisschen nach Kindergarten. Ja. Jetzt kurz, Steffen, soll ich kurz ein Zitat aus seiner Antrittsrede am 24. November 1922 vortragen? Wäre das okay? Wenn ich jetzt Nein sage, ist das ein verdammter Cliffhanger. Also ja, bitte. Ja, aber dann halt nicht. Also es muss man doch. Nee, doch. Wir wollen jetzt unsere Hörenden, Zuhörenden, Zeitreisenden wollen wir jetzt nicht auf die Folter spannen. Also ja, was hat er denn gesagt? 24. November. Reichskanzler Wilhelm Kuno hält seine Antrittsrede vor den Deutschen Reichstags. Zitat. Eine Begrenzung entspricht endlich der in den Wirtschaftsgesetzen begründeten Notwendigkeit, dass der Schuldner von seinem Acker erst selbst leben muss mit Familie, Gesinde und Gespann, dass er die Mittel haben muss, den Acker zu bestellen und zu ernten und dann erst vom Ertrag seiner Wirtschaft den Gläubiger bezahlen kann. Das Wort erst Brot, dann Reparation fügt die Politik der alten und der neuen Regierung ohne Bruch ineinander. Diese Politik ist die Selbsterhaltung der Nation, der Stärkung der deutschen Wirtschaft und der bestmöglichen Leistung aus den Überschüssen, die sich nach Deckung des dringenden deutschen Bedarfs ergeben. Kein Gläubiger, den die Reparationsfrage eine Wirtschaftsfrage ist, kann dieser Politik entgegentreten. Also vorher hatten wir Wirth mit seiner Erfüllungspolitik, also unbedingt zeigen, dass man will und will und will, damit dann die Siegermächte sagen, okay, ihr habt es probiert, wir kommen jetzt mal auf euch zu. Und jetzt haben wir das krasse Gegenteil, der sagt, nee, Reparation machen wir erst, wenn wir wieder können. Ja. Also ich meine, das ist natürlich aus innenpolitischer Sicht schon ein Unterschied. Ja. Halt zu sagen, wir sind ganz, ganz nett, bitte nicht schlagen. Und wenn wir nett sind, sei doch bitte auch nett. Und dann sind wir beide besser. Ja. Das ist die eine Idee. Jetzt ist die Idee zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich orientiere mich an der Macht des Faktischen. Die Fakten sind die. Und wenn du halt das und das willst, brauchen wir das und das als Voraussetzung. Die Arbeiter müssen was essen, sonst hungernde Arbeiter können dir keinen Traktor liefern. So.
Ich würde behaupten, nach meinem Gefühl, jetzt Achtung, das ist jetzt Trennung Privatmeinung von Luis, ist das, läuft aufs Gleiche hinaus. Entscheidend ist, was Frankreich macht. Und das glaube ich nicht, dass für die das so relevant ist, aus welchem Grund man nicht bereit ist, die erwarteten Reparationen zu zahlen. Ja, ich kann mir vorstellen, ja, ich weiß, also ich dachte jetzt auch schon die ganze Zeit, was Frankreich wieder sagt, die drohen wahrscheinlich wieder irgendwo hin einzumarschieren und Dinge zu besetzen, wenn sie das hören. Ja, auch das, dazu kommen wir in der nächsten Folge, kleiner Spoiler. Die drohen mit dem Einmarsch des Ruhrgebiets. Man muss sagen, ist was anderes. Vorher, also die Animation ist eine andere. Vorher war ja, guck mal, wir zahlen das, was ihr wollt, aber ihr seht hier, Inflation, Hunger, Revolten, drohende Revolution von rechts und von links. Es geht nicht. Und jetzt bitte sei doch so lieb und werde vernünftig. Das war die erste Argumentation, vereinfacht. Und jetzt sagt man, wenn du 10 Traktoren haben willst, dann müssen diese 500 Arbeiter Essen bekommen. Und dafür müssen aber auch 1000 Bauern Brot backen. So ist die Logik jetzt. Ja, ja. Man kann nur hoffen, dass es funktioniert. Aber hier steht ja auch, kein Gläubiger, der die Reparationsfrage eine Wirtschaftsfrage ist, kann dieser Politik entgegentreten. Aber das ist ja eben keine Wirtschaftsfrage. Weil wenn man danach gehen würde, wäre man gar nicht erst in dieser Situation. Meiner Meinung nach. Mit Vernunft und Logik. Ich glaube, mit Vernunft kann man und ja, Logik, ja, genau. Dass ich dich jetzt unterbreche, aber mit Vernunft und Logik hat das nichts zu tun vor 100 Jahren. Eben, das ist ja heute leider auch nicht anders. Die Franzosen müssen ja, die haben ja auch Millionen Tote, die müssen irgendwelche Erfolge vorweisen. Die sind verbittert, die sind selber in Not. Und da geht es gar nicht darum. Es geht darum, mit diesen harten Politik gegenüber Deutschland innenpolitische Erfolge zu erzielen. Darum geht es in Frankreich. Das ist meine Wahrnehmung. Ja. Und deswegen ist das aber das Deutsche Reich, was soll es auch machen? Ja, die haben deswegen eine Regierung gebildet und die versuchen jetzt was Neues. So würde ich das verstehen. Ja, ich finde auch, das haben wir auch schon mehrmals gesagt, du konntest vor 100 Jahren eigentlich nur entweder was richtig Doofes tun oder was absolut Doofes tun. Auf jeden Fall warst du immer der Idiot. Genau, und wenn du nichts falsch machst, dann warst du so ein Übermensch wie Rathenau. Und dann hast du aber einen Haufen Feinde gehabt. Ja, genau. Ja, wobei ich glaube, dass der Kuhn auch nicht gerade wenig, nicht gerade viele Freunde haben wird, wenn er da so bei der Reparation und den Verhandlungen mit dabei war. Ja, wir haben auch noch mal später die Sicht von Harry Kessler dazu. Bin ich sehr gespannt. Du hattest noch ein anderes Thema vorbereitet, und zwar ein schon damals, aber auch schon davor und danach leider Gottes vorkommendes Phänomen Antisemitismus. Ja, und zwar von Leuten, die studieren. Das finde ich immer hier für mich bemerkenswert, weil immer die Vorurteile sagen eben, dass das nicht so ist. Aber nein, das stimmt nicht. Ja, genau. Also deswegen suche ich diese Meldungen auch gezielt raus, immer, um auch zu zeigen, dass vor 100 Jahren Antisemitismus nicht gerade ein Phänomen war, was beim einfachen Arbeiter war, sondern auch wirklich mit in der Uni mit präsent war. Und zwar vor 100 Jahren an der Prager Uni gab es einen Aufstand von Studenten. Es gab richtig Krawalle, denn es gab eine nationale Studentenbewegung, die sich gegen den neuen Rektor gestellt haben. Und zwar der neue Rektor, Luis, du wirst es wahrscheinlich schon vermuten, war welche Religion? Jude. Ja, und normalerweise war es so, dass wenn jemand jüdischen Glaubens oder mit jüdischer Vergangenheit, der so ein Rektor, also Rektor werden wollte, sollte, gewählt wurde, dann hat diese Person freiwillig darauf das Amt verzichtet. Und zwar, Zitat, wegen eventueller unangenehmer Folgen. Und der Herr Steinherz, der jetzt zum Rektor gewählt wurde und auch jüdisch ist, hat das diesmal nicht gemacht, obwohl das wohl sehr oft gang und gäbe war. Okay. Und das bricht jetzt alle Tabus. Die Leute, die Studenten die nationalen Studenten, die sagen, das geht doch nicht haben jetzt einen Aufstand. Allerdings, man muss auch sagen, es gibt auch Positivbeispiele, denn viele Studenten verteidigen den Steinherz, und das ist auch der Grund, warum sich diese Person sagt, jetzt erst recht, ich verzichte nicht aufs Amt. Und das ist auch so ein Phänomen, was nicht nur an der Prager Uni ist, es gibt es auch in Wien und in Budapest. In Budapest gibt es sogar
für Juden extra einen Numerus Clausus. Und in Wien. Weil Juden zum Rest der Bevölkerung überproportional gebildet sind und weil die ausgeschlossen werden sollen. Die müssen mehr leisten fürs Gleiche, richtig? Also ich glaube nicht, dass da argumentiert wurde mit, weil sie überproportional repräsentiert sind, sondern ich glaube einfach nur die Tatsache, dass es Juden sind und dass sie, also es soll ihnen maximal erschwert werden, an der Uni Fuß zu fassen. Einfach durch Schikane. Ja, sehr schlimm. Ja, cool. Und in Wien gucken, da gibt es auch viele Studenten, die auf dieses Beispiel gucken und die fordern ebenfalls eine Numerus Clausus für Juden. Und in Wien kommt es dann auch um diese Zeit zu massiven Streiks und Auseinandersetzungen mit der Polizei auf den Straßen. Und sie fordern auch noch weiteren, dass maximal 10% des akademischen Lehrkörpers und der Studentenschaft jüdisch sein dürfen und Dekanen und Rektoren ausgeschlossen werden. Das ist so schlimm, ey. Wenn man das hört, das sind alle studierte Leute, ja, dann möchte ich aber noch mal anmerken, dass man merkt, dass jemand, der so Standesdünkel hat, weil er Akademiker ist, für mich schon mal ganz negativ auffällt. Egal, auch heute noch, weil das heißt halt nichts. Ja, also Luis, wir beide, wir sind ja studierte Menschen und ich glaube, wir können beide sagen, also es gibt auch unter vielen Studierenden einfach dumme Leute. Man hat genug Idioten getroffen. Ja, also genau. Nur weil man studiert, heißt es nicht, dass man jetzt hier überproportional schlau ist. Das heißt, dass man es geschafft hat. Also sicherlich auch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man schlau ist, wenn man das hat. Aber es heißt auch, dass man es einfach geschafft hat, sich da durchzukämpfen durch diese Anforderungen. Richtig. Und durch dieses Arbeitspensum, was man da zu leisten hat. Das heißt aber nicht immer, dass man auch sehr schlau ist und rational denken kann. Oder ein guter Mensch oder irgendwas. Also, guter Mensch ist man, weil man Gutes tut. So. Richtig. Man ist, was man tut. Nicht, was man denkt. Darauf kommt es an. Genau. Da möchte ich gerne ein Thema vorziehen, weil das, was damals in den Unis abging, geistert mich total, weil das hätte ich echt anders erwartet. Und da habe ich auch noch einen Beitrag zu von Harry Kraft-Kessler. Den würde ich jetzt vorziehen wollen, weil jetzt kommt eine kleine Erklärung. Ja. Gerd Hauptmann wird 60. Ja. Dem Dichter und Seher, dessen Werke die Seele des deutschen Volkes zum Licht drang, der bekommt eine Auszeichnung vom Reichspräsident, was auch ganz neu ist für die Republik, weil sie sowas, das hat das kaiserliche Deutschland gemacht und das lehnt sie ab, aber für den 16. von Gerd Hauptmann gibt es eine Ausnahme und er bekommt sogar einen Orden von Friedrich Ebert, dem Reichspräsidenten. Und er betont immer wieder, dass es vom Volke ist, ja, und nicht vom Herrscher aus. Warte mal, du bist mir gerade zu schnell. Also, Luis, du warst auf der Gerhard Hauptmann-Schule, hab ich mitbekommen. Aber ich nicht und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer das ist. Sorry. Also, kannst du Gerhard das noch mal ganz kurz anreißen? Ja, klar. Also Gerhard Hauptmann ist ein Dichter und Schriftsteller. Und ich war auf der Gerhard-Hauptmann-Schule, deswegen hat mich Gerhard Hauptmann immer begegnet. Es gibt in Erkner auch ein Gerhard-Hauptmann-Museum. Und er hat Theater und geschrieben und Bücher geschrieben. Ach so, okay. Mhm. Und der war halt damals schon sehr bekannt. Der wurde 60 Jahre alt. Und der ist bei uns hier in Ost-Berlin, da in Berlin, sehr, sehr bekannt halt. Ich kenne den halt so. Das ist so. Also Luis hat Vergangenheit mit Gerhard Hauptmann, Berührungspunkte zumindest. Ja, ist für mich so wie Erich Maria Remarque. Ja. Ja. Mhm. So quasi der geteilte zweite Platz hinter Franz Kafka aus der Zeit. Mit Erich Maria Remarque. Franz Kafka als erster. Für mich, auch wenn er selber in Prag gewohnt hat, Jude war, ist von den deutsch schreibenden Autoren. Für mich Franz Kafka 1. Dann kommen für mich Erich Maria Remarque und Gerhard Hauptmann als 2. So, der wurde 60. Bekam einen Orden, was Untypisches war für die Weimarer Republik, weil die hat dieses Ordenstum und diese Auszeichnung abgelehnt. Und dann, da steht hier bei uns, Zitat in unserem Chronikbuch, den Höhepunkt der Geburtstagsfeier bildet eine Veranstaltung in der neuen Aula der Berliner Universität, an der neben Ebert weitere Politiker des In- und Auslands sowie bedeutende Persönlichkeiten des Theaterlebens, der Kunst und der Wissenschaften teilnehmen. Also, da versammeln sich jetzt Leute,
und wollen ihm huldigen. Und das sind alle studierte Leute wahrscheinlich auch. Genau, ich betone, das steht in unserem Chronikbuch. Wir haben so ein Chronikbuch, das verwenden wir, und da gibt es jetzt eine Geburtstagsfeier in der Berliner Universität. Und das steht hier. Ja. Und dann dachte ich mir, wer soll da dran teilnehmen? Bedeutende Persönlichkeiten des Theaterlebens, der Kunst und der Wissenschaften. Gehe ich mal bei Harry Graf Kessler ins Tagebuch. Ja. Zum 15. November. Ja. Hauptmannfeier in der Universität. Natürlich war er eingeladen. So. Natürlich. Der echte Und das muss jetzt abspringen. Und er, und, es ist, und jetzt, Steffen, jetzt kommentiert der Elch, der Elche, die Geburtstagsfeier von Gerhard Hauptmann. Ich bin gespannt. Ich hole mein Popcorn raus. Was hat er denn zu sagen? Ja, und zwar ist großartig. Kann ich mal sagen. Zitat. Neue Aula, feierliche, etwas Michelangeleske Halle, von Michelangelo, Michelangeleske Halle, mit einem hässlichen Wandgemälde von Arthur Krampf. Hauptmann saß zwischen Ebert und Löbe vorne vor dem Rednerpult. Irgendein Literaturprofessor, ich glaube, er hieß Petersen, hielt eine farblose, langweilige Ansprache, der noch einige weitere Professorenaufsätze folgte. Spannend. Hauptmann las eine kurze, nicht sehr tiefe Ansprache vor, die sich aber erfreulich entschieden für Humanität und Versöhnung aussprach. Okay, das klingt ja noch einigermaßen positiv, ja. Dann geht's weiter. Die Berliner Studentenschaft hat mit einer Mehrheit von, ich glaube, 4-2 feierlich beschlossen, an der Hauptmannfeier nicht teilzunehmen, weil Gerhard Hauptmann, nachdem er sich als Republikaner bekannt hat, nicht mehr als charakterfester Deutscher zu betrachten sei. Und von Sam Fischer höre ich, dass der genannte Petersen, der die Festrede hielt, vor 2 Tagen bei ihm war, um ihn zu bitten, Ebert wieder auszuladen. Das ist der Reichspräsident, ja, ganz wichtig, jetzt geht's weiter, dass es der Universität nicht angenehm sein werde, wenn das republikanische Reichsoberhaupt bei ihr erscheine. Das ist krass, oder? Die Freie Universität Berlin, okay. Also es scheint ja echt ein Hort der Gestrigen zu sein, des kaiserlichen Deutschlands, ja. Lehnt den Reichspräsidenten ab, der Republik und einfach auch, dass sie Hauptmann auch ablehnen, weil er halt Republikaner wäre. Ja. Finde ich übel. Und geht weiter. Und das passt doch alles mit dem rein, was du erzählt hast. Da will ich einen Kreis schließen, ne? Mit dem Antisemitismus an den deutschen Universitäten. Zitat. Zum Schluss der Feier spielte D'Albert prachtvoll die Appassionata, wonach wieder einer der Professoren, die neben mir saßen, sich auszeichnete, indem er seinen Nachbarn missvergnügt zuflüsterte. Das war natürlich eigene Komposition des Klavierspielers, nicht? Beethoven scheint in der Universität Berlin ebenso wenig zu Hause zu sein wie Ebert. Wow, gekesselt. Ja, richtig gekesselt. Mic drop. Ja. Stift drop. Nach dem Fest super für Hauptmann in der deutschen Gesellschaft. Also das ist super, ist dann nochmal so ein Essen. Bei dem ich mit Hauptmann, seiner Frau, bis 3:30 blieb. Ich gratulierte Hauptmann zu seiner Rede heute, in der er so nachdrücklich für die Völkerversöhnung eingetreten war. Er machte aber eine gewisse Einschränkung. Es gäbe doch Fälle, wenn einer einem das dritte oder vierte Mal ins Gesicht spucke, wo man auch zuhauen müsste und so weiter. Nachher, als ich ihm sagte, er sei der erste wahrhafte Volksdichter in der neueren deutschen Literatur, meinte er, nein. Auch Goethe sei ein Volksdichter gewesen, der aus dem Volke seine Stoffe und seine Kraft geholt habe, nicht aus seiner komplizierten Intellektualität wie Schiller. Der Faust, der Werther, der Götz, die schönsten goetheschen Gedichte seien genauso aus dem Volk und für das Volk gedichtet wie der Weber oder der Biberpelz. Bei diesem Vergleich, den man selbst machte, erschien das doppelgängerhafte äußere Hauptmann in seiner merkwürdigen Beleuchtung. Ja, nochmal so ein bisschen Tiefgang. Also,
selbst ja. Ich glaube, Kessler mag Gerd Hauptmann. Gerd Hauptmann ist sehr zu empfehlen. Der schreibt tolle Bücher. Gerd Hauptmann, Museum in Erkner. Da ist eine Veranstaltung, die ist an seinem Geburtstag. Und zwar, da könnt ihr vielleicht noch hin. Und zwar, die findet statt am 16.11. Und da findet die Komödie der Biberpelz, die wird von ihm aufgeführt. Ja, am Erkner Museum. Wir werden es verlinken. Im Gerd Hauptmann Museum in Berlin-Erkner. Für Anwohner. Ich hätte sogar Lust, da hinzugehen. Ich muss aber schauen, mit Baby ist immer schwierig und schlafen. Aber Eintritt 3 Euro. Und da in diesem Museum wird sein ganzes Leben auch vorgestellt. Oh. Und wie gesagt, man muss sich das vorstellen. Wir haben zwei Bücher, die wir nehmen, um halt einen Überblick zu bekommen und Themen von vor 100 Jahren. Das Chronikbuch. Und dann nehme ich mein Tagebuch von Harald Graf Kessler. Und wenn die dann sagen, zu seinen Ehren fanden eine Feier statt in der FU Berlin und es wurden wichtige Persönlichkeiten eingeladen. Und ich gucke, warte mal, war Harald Graf Kessler dabei? Dann war er dabei, dann freue ich mich. Ja, ich finde das sehr schön, Luis. Aber das zeigt auch, dass wir da wirklich eine echte Eche haben. Das ist echt, der hat er ordentlich, also richtig geächtet. Das war jetzt nur ein Tag. Später hat er noch mehr Zeit, richtig schön auf der Weide zu grasen. Ich würde sagen, ich würde mich zu mir selber überleiten. Ich habe noch eine Konferenz von Währungsexperten in Berlin. Ja, bevor du das sagst, möchte ich noch einen Nachtrag machen. Also es ist jetzt nicht so, dass Luis und ich denken, also als Disclaimer, dass vor 100 Jahren eine Studentenschaft da studierte, die linksliberal und tralala war. Sondern es ist natürlich klar, man muss sich angucken, woher kommen die Studenten, aus welcher Vergangenheit kommen sie. Es ist ja nicht so, dass von heute auf morgen auf einmal die 68er-Generation an den Unis ist. Ne? Also die Studenten, die da vor 100 Jahren studieren, kommen aus reichem Hause. Und wer ist das reiche Haus? Natürlich die jetzt auch früher in der Monarchie, denen es auch gut ging. Und die sind natürlich kritisch gegenüber der Republik, das ist uns schon klar. Es ist halt trotzdem 100 Jahre später, muss man sich das immer wieder so vor Augen führen. Wahnsinn, was das eigentlich damals für eine ganz andere Stimmung an der Uni war, wenn man es mit heute vergleicht. Ja. Mich überrascht das immer, ne? Weil man überlegt, die Uni sind ja heute, das ist immer verallgemeinert. Also mich überrascht, ich hätte eine andere Erwartungshaltung gehabt. Ja. Ja, aber an Unis werden ja auch Experten herangeführt, unter anderem Währungsexperten, Luis. Genau, da gab es eine Konferenz von Währungsexperten, die haben überlegt, wie sie die deutsche Währung sanieren können. Das ist alles gescheitert und deswegen musste auch Wirth abtreten. Gleich mal vorneweg. Ja. Und zwar, es gab halt Treffer, Teilnehmer, und zwar, das waren Finanzfachleute aus Basel, Amsterdam, London, Stockholm, Paris und New York. Ja, da kann man schon einige Experten zusammenkratzen. Zum Beispiel John Maynard Keynes. Keynes ist ein ganz bekannter Volkswirtschaftler. Der hat diese Theorie gut, also wissenschaftlich aufgeschrieben, dass man halt, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, man mit Schulden machen und Staatsausgaben das abfedern soll. Und dann, wenn die Wirtschaft wieder boomt, weil es gibt ja immer diese Zyklen in der VWL, nach VWL-Lehre in der Volkswirtschaft, dann soll man in der Boomphase sparen, um die Schulden wieder abzubauen, die man dann gemacht hat in der Depression. Jedenfalls, und die waren in Berlin und haben überlegt, was kann man machen, um die deutsche Mark zu stabilisieren. Ja. Und da gibt es vier Ergebnisse. Erstens, sofortige Stabilisierung, wenn möglich, aus eigenen Mitteln. Gut, ja, das klingt gut. Ja, warum nicht? Stabilität ist immer gut. Du hast Hunger, du musst was essen. Ja. Zweitens, ausländische Anleihen werden die Stabilisierung unterstützen. Okay. Heißt, Hilfe aus dem Ausland, ja. Auch jetzt sehr kreativ. Das ist jetzt nicht. Ja, und drittens? Drei. Endgültige Lösung der Apparationsfrage, da ohne sie eine Stabilisierung erfolglos bleibe. Klingt logisch. Ja, klingt irgendwie logisch. Ich muss sagen, hätte man mich das gefragt, ich hätte das jetzt so. Ja, aber also wir stecken halt auch nicht so drin. Ne? Wir sind zwar, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit, aber wir sind jetzt auch keine Währungsexperten. Aber vor allen Dingen ist es halt gut, wenn das aber das Tolle ist, wenn das nicht Politiker sagen, die im Reichstag sitzen, die gewählt werden wollen, sondern wenn das ein Wirtschaftsfachmann aus London oder aus Paris sagt.
ja, der wirklich das egal ist, ob er in Berlin gewählt wird, der einfach nur sagt, hey, wenn ihr Kohle haben wollt, dann muss das hier irgendwie geklärt werden, ihr kriegt sonst kein Geld. Ja, ich glaube mir das, ich bin reich, ich habe eine Yacht, ich weiß, wovon ich rede. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Er sagt ja auch nicht, dass Deutschland keine Reparationen mehr zahlen soll, sondern, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass es gelöst werden muss, das Problem. Ja, richtig. Na, genau, es muss einfach planbar sein. Ja. Es darf kein Chaos sein. Ne? Genau. Also es muss eine Lösung geben. Das ist ja genauso, wie wenn man... Ja? Nee, du zuerst. Es ist ja genauso, wie wenn man sich heute unterhält mit Leuten, die sagen, ja, ich würde gern investieren in sowieso. Ich weiß aber nicht, ob ich es wirklich machen soll, weil ich nicht weiß, wie die Kredite sich jetzt, also wie das sich jetzt entwickeln wird. So. Hatte ich vor 2 Wochen erst das Gespräch. Da wurde auch das Unsicherheit-Thema als Grund genannt, dass man nicht weiß, ob man sich jetzt wirklich investieren sollte. Das heißt, du brauchst Sicherheit und dann kannst du auch planen. Genau, Planbarkeit, ja. Und viertens, Befreiung des Deutschen Reiches von den Reparationszahlungen sowohl von Gold als auch Sachlieferungen für die Dauer von 2 Jahren. Ich würde sagen, da sind in Paris ein paar Key Royale gesprungen, als sie das gehört haben. Ja, vielleicht auch das. Ja. So. Und das ist jetzt der Expertenrat. 4 Punkte. Und weißt du jetzt, was dabei rauskam? Also die haben das probiert und ist aber gescheitert. Genau. Und naja, es galt halt als nützliche Basis für eine Sanierung, aber bei der Reichsregierung und der Reparationskommission finden die Vorschläge weniger Anreiz, da sie eine Abkehr von inzwischen verhärteten Positionen bedeuten würden. Gut, da trifft dann also Politik auf Realität. Ja, ich meine, es gibt ja auch in Deutschland Kriegsgewinnler, wie zum Beispiel Hugo Stinnes, die Inflationsgewinner, die auch kein Interesse haben, dass sich das so einfach löst. Und es gibt ja auch im Deutschen Reich vielleicht sogar Interessen, die wollen, dass es weiter inflationiert, die halt quasi, die gar keine Reparationen zahlen wollen und den Laden sozusagen lieber kurz gegen die Wand fahren und dann das Thema loswerden. Also und halt in Frankreich, die halt auf keinen Fall den Kriegsgegner entlassen wollen aus Gründen. Ja. Die sich mir nicht erschließen. Naja, erschließen, also ich finde schon, dass man sich das erschließen kann, die wollen halt nicht. Ja, also ich meine, klar, also gut, du hast recht. Also ich kann auch verstehen, dass man aus Opportunismus, weil ich halt gerne irgendeinen Ministerposten habe, sowas auch gerne sage. Ne? Also als Franzose, als französische Regierung. Es macht ja irgendwie Sinn. Ne? Das ist immer gut, nach außen zu treten. Das war's zur Währungskonferenz. Dann habe ich noch ein Thema. Ich leite wieder zu mir selber über. Ja. Und zwar, wir haben ein verliebtes, nicht ganz so junges Ehepaar. Wilhelm II., den gibt es noch. Den Ex-Kaiser der Hohenzollern, der mit seiner berühmten Hundrede den Boxeraufstand weltweit für Entsetzen gesorgt hat, der mit seiner Marineaufrüstung England verbreitet hat. Dieser deutsche Kaiser ist jetzt in Doorn im Exil in Holland und dem ist seine Frau gestorben und er heiratet eine Prinzessin namens Hermine von Reuß. Hermine von Reuß, sehr schöner Name. Ja, bei der Ziviltrauung gab es nur 6 Trauzeugen und es war halt vorgeschrieben in Holland, dass man 6 Trauzeugen hat, weniger ging nicht. Aha. Und dann fuhr das Paar in einem geschlossenen Auto mit verhängten Scheiben durch die Hauptallee zum Schloss Doorn, in dessen großen Halle die Hochzeitsgäste waren. Zu ihnen gehören unter anderem 2 Schwestern des Kaisers, Prinz Heinrich und Helmut von Moltke. Vor einem in der Halle errichteten Altar vollzieht der Hofprediger von Potsdam die Einsegnung des Brautpaares. In der Hochzeitskleidung des Ex-Kaisers trägt der Kaiser trägt eine feldgraue Generalsuniform und die Braut eine hochgeschlossene, mauvaisfarbene Toilette mit einem Hermelinpelz und einem schwarzen Seidentuch. Wow! Sehr interessant, was damals getragen wurde. Ja, und beide sind verwitwet, denn die Ex-Kaiserin Auguste Victoria ist am 11. April 1921 verstorben und die 35-jährige neue Frau Hermine ist Witwe des Prinzen Johann Georg Schöneich Karoland. Der ist 1920 verstorben. Und Hermine bringt 3 Söhne und 4 Töchter im Alter von 4 bis 15 Jahren mit in die Ehe. Der 63-jährige Ex-Kaiser hat mit Auguste Victoria 6 Söhne und 1 Tochter. Das hätte ich mir, ist dann auch eine richtige Patchwork-Familie. Absolut. Und ich muss sagen, also ich freue mich in dem Sinne schon für die zwei, weil das ist ja auch da was Modernes, dass sie wieder heiraten, mit dieser Großfamilie auf dem Schloss leben.
wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Wilhelm II., um es mal vorsichtig auszudrücken. Jedoch, die Heirat, da gibt es auch nichts gegen zu sagen. Also da haben sich vielleicht auch zwei gefunden. Und ich wünsche dem Paar trotz allem auf menschlicher Ebene alles Gute. Weil jetzt ist er ein Schloss und richtet auch kein Unheil mehr an. Nur den Krieg, die Millionen Tote, naja, lassen wir das. Wilhelm II. War ja schon sehr, sehr alt zu dem Zeitpunkt. Richtig, und er war ein König, also sozusagen der oberste Herrscher seines Landes. Und ja. Du hast auch etwas über einen alten Herrscher seines Landes. Ja, und zwar, es war jetzt auch wieder in allen Medien, zumindest in meiner Wahrnehmung, am 4.11. vor 100 Jahren, wir begeben uns in die heißen Wüsten Ägyptens, beziehungsweise in die heiße Wüste Ägyptens und sehen dort in einem Tal der Könige einen Mann stolzieren auf und ab. Er ist sehr nervös, denn er kam zu einer Ausgrabung. Sein Name ist Carter und er sieht dort, dass die Arbeiter die Arbeit niedergelegt haben, fragt warum und sie haben eine Stufe entdeckt. Und das sorgt am 4.11. vor 100 Jahren für sehr viel Aufregung. Eine Stufe im Sand. Und jetzt. Warum? Möchte ich gerne zur Hintergrundgeschichte. Warum? Also, ich bin doch nicht begeistert, Steffen. Also, da muss doch mehr kommen. Also, diese Stufe, Luis, das ist eine Sensation. Denn eine Stufe im Sand. Wow! Ja, wir springen mal in das Jahr 1915. Das ist jetzt schon ein paar Jahre vor 100 Jahren her. Ein Holzbrett vom Kopf ist es jetzt die Stufe vom Sand. Ja, genau. Und 1915 geht Carter zu einem gewissen Lord George Edward Stanhope Molyneux Herbert Earl of Cullivan. Ein Name wie ein Eichenfass. Ich werde ihn jetzt noch Lord Carnarvon nennen oder Carnarvon, der Einfachheit halber. Und er bittet ihm um Finanzierung, denn Lord Carnarvon ist reich und ihm ist langweilig und deswegen sagt er sich, Ausgrabungen in Ägypten sind gerade en vogue, ich finanziere das mal. Und was finanziert er da eigentlich? Carter stellt sich hin, er ist Archäologe und sagt, hey, im Tal der Könige wurden schon so einige Gräber ausgegraben, über 60 Stück. Und es gibt sehr, sehr viele, auch sehr viele angesehene Archäologen, die sagen, im Tal der Könige, da gibt es nichts mehr, wir haben alles entdeckt. Ich jedoch bin Howard Carter, ein klasse Archäologe, der auch schon bei einigen Ausgrabungen dabei war. Und ich behaupte, da muss es noch ein Grab geben, was bisher noch nicht entdeckt wurde. Und das muss das Grab eines gewissen Tutanchamun sein. Ah, aber jetzt ist das mit der Stufe schon toll. Ja. Dann muss ich sagen, okay. Lord Carnarvon sagt sich, Computerspielen vor 100 Jahren war noch nicht so viel, deswegen muss er sich ein anderes Hobby suchen. Also ja, okay, ich mach das mal. Nein, aber ist auch gemein, weil ich meine, der hat ja Erfolg gehabt. Also da ist ja auch dann mehr dahinter. Ja, und dann vergeht 1916, Carter findet nichts, Finanzierung geht weiter. 1917, Carter findet nichts, Finanzierung geht weiter. Wir machen so weiter, gedanklich, und springen mal in das Jahr 1921. Carnarvon geht gerade auch so ein bisschen das Geld flöten, möchte gern jetzt die Finanzierung stoppen. So, Carter hat immer noch nichts entdeckt und hört jetzt, dass sein Geldgeber ihm kein Geld mehr geben möchte für Ausgrabungen. Es ist ja nicht so, dass man sich da selber mit einer Schippe irgendwo hinstellt in die Wüste und schippt. Nein, man muss sich ja auch um ganz viele Arbeiter kümmern und die müssen versorgt werden, verpflegt werden. Dann muss man auch für Sicherheit sorgen und. Da steckt schon eine Menge Geld dahinter, die man braucht. Deswegen geht er jetzt wieder zu Carnarvon und sagt hier, ich kann dich total verstehen. Ich habe dir gesagt, wir finden das und ich habe noch nichts gefunden. Das geht ja schon ein paar Jahre so. Aber, und jetzt hier weiß man nicht genau, wie er ihn überzeugt hat, aber er hat ihn überzeugt. Carnarvon gibt ihm nochmal für ein letztes Jahr, gibt er ihm nochmal Geld. Für einen letzten Versuch für 1922. Carter darf nochmal nach Ägypten und darf nochmal für eine Saison, darf er nochmal im Sand buddeln. Im Tal der Könige. Das ist jetzt auch eine schöne Geschichte, ne? So kurz vor Scheitern. Da kriegt er noch eine letzte Chance, die er aber nutzen muss, unser Held. Und tatsächlich, am 4.11. findet er eine Stufe. Und ihm ist klar, das muss eine Stufe zu einem Grab sein. Sie graben dann auch weiter. Was machst du in so einer Situation, wenn du so eine Stufe entdeckst und du bist jetzt der Archäologe, der seit über
derzeit 6 Jahren schon mit mindestens nach diesem Grab sucht. Was machst du dann, Luis? Ich bin mir ganz sicher, was ich machen würde. Ja. Eine zweite Stufe suchen. Hoffen, dass es eine Treppe ist. Du legst dann erstmal die Arbeit nieder und rufst Carnarvon an, dass der herkommen soll. Ich hätte aber schon sichergestellt, dass eine Treppe ist, bevor ich das mache. Stell dir mal vor, das ist nur eine Stufe. Ja, genau. Er macht dort dann so Vorarbeiten zum Grab. Aber ja, ich würde das Grab nicht aufmachen, weil da wüsste ich, den Sponsor, das musste er machen. Ja. Das hat er sich echt verdient, dass der so an mich geglaubt hat. Bei aller Kritik immer, wenn so einer sowas macht, der hat das dann wirklich verdient, dass er das dann auch macht. Das gönne ich dem auch. Und tatsächlich, also Carnarvon sitzt jetzt nicht in Ägypten, sondern in Großbritannien. Erstmal muss ja jemand sich von der Grabstätte, muss dann telegrafieren nach Großbritannien. Dann muss Carnarvon erstmal Koffer packen. Dann muss er dann eine Reise buchen. Dann muss er erstmal reisen. Also es dauert jetzt ein bisschen. Außerdem möchte ich ja danach ohne Sponsor leben können. Ich würde auch gucken, dass Presse dabei ist. Ja. Und also dass das alles auch gutes Marketing aufzieht. Oh ja, da sprichst du auch noch was Gutes an gleich, das erzähle ich gleich. Und jedenfalls kommt er dann irgendwann Ende November, kommt er dann an und dann stoßen sie erstmal an, sichten auch erstmal schon mal das Grab so ein bisschen, aber sie dürfen nicht einfach in das Grab rein, so ohne weiteres, sie müssen auch auf Behörden warten. Sodass es dann erst am 26.11., also am 4.11. ist die Entdeckung der Stufe und am 26.11. kommt es jetzt erst dazu, dass dann auch die Tür am Ende des Ganges zur Grabkammer geöffnet wird, weil halt auch Behörden dabei sein müssen und so weiter. Da geht es dann auch darum. Ganz kurz, ja? Wann war Stufe und wann war Öffnung? 4.11. Stufe, Öffnung 26.11. 2 Monate, aber gut. Nee. Nicht 2 Monate. 4.11. Stufe und 26.11. die Öffnung der Tür. Nur 21 Tage ist gar nicht mal so schlecht. Ja, aber da trotzdem, also du sitzt halt auf heißen Kohlen, ne? Du willst, dass es da jetzt vorangeht. Naja, gut, aber das muss man schon, also da muss man schon ein bisschen, aber ja, ich verstehe das, aber. Ja, gut, aber du hast recht. Also wer so viele Jahre im Sand buddelt, der kann auch 3 Wochen warten. Nee, das jetzt nicht, aber ich meine, man muss ja dann irgendwie auch, also Erfolge muss man auch, ehrlich gesagt, das Erfolg haben und muss man dann auch schon geschickt machen, dass der Erfolg einem noch was bringt. Ja, und das kommt halt dazu, also es ist so eine Ausgrabung, dauert sehr, sehr lange und man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, die öffnen das Grab und gehen einmal durch bis zur Mumie. Sondern die müssen sich auch lange, lange, lange vorarbeiten, müssen alles ganz genau dokumentieren. Da war Carter sehr, sehr penibel, hat alles sehr genau dokumentiert. Und da sind ihm die heutigen Archäologen auch noch sehr dankbar dafür. Insgesamt dauert es 3 Jahre, bis Carter tatsächlich mal Tutanchamun sichtet. Also ihn wirklich sieht. 3 Jahre. Ich habe mir da aber auch Zeit gelassen, weil jetzt ist ja dann, kann man sich ja Zeit lassen und in Ruhe forschen. Ich will noch ein bisschen ausschweifen zu diesem Tutanchamun. Ja. Und zwar hat man da jetzt auch mittlerweile so rausgefunden, wer eigentlich so der Vater von Tutanchamun ist und so weiter. Und zwar ist das ein gewisser Echnaton. Sagt dir der Name? Echnaton? War das der mit seiner eigenen Religion? Ja, genau. Der hat probiert, Religion zur Umstrukturierung in Richtung Monotheismus zu machen. Ich sage nicht, dass es Monotheismus war, aber in Richtung. Dann hat er Monotheismus gemacht. Aber es war nicht er selber, so Gott-Kaiser-Krempe, sondern er hat einfach einen Gott von den zahlreichen genommen und das ist jetzt der Gott der Götter und alle anderen sind keine Götter. So genau. War also, das. Und er wurde richtig verhasst. Das war so ein theologisches Problem der damaligen Zeit und massives. Genau, also er strebte an, dass die Sonnengottheit Aton angebetet wird als zentrale Gottheit. Und davor war es so ein Göttergöttergöttergöttergönig Amun-Re. Und das kam, wie du sagtest, bei der Bevölkerung nicht gut an. Weshalb man dann auch, nachdem dieser Echnaton wieder gestorben ist, gesagt hat, wir müssen wieder zurück zu den alten Gottheiten, ist dann allerdings nicht mehr so der Zustand eingetreten, der vor dieser Umstrukturierung stattfand. Also einige Gottheiten sind dann auch deutlich geschwächt gewesen. Und was Steffen, kann ich hier Mini-Exkurs machen? Ja. Und zwar wollte ich sagen, so eine Konflikte gibt es ja immer mal wieder, zum Beispiel auch dann später mit dem
römischen Göttern und dem Christentum. Und dann auch, für mich ist auch dieses, also der Diskurs zwischen den Protestanten und den Katholiken geht in die Richtung, weil die Katholiken, die haben ihre ganzen Heiligen. Dann haben die die heilige Dreifaltigkeit mit der Jungfrau Maria, mit Gott und mit Jesus. Und die Protestanten, die vereinigen das schon sehr. Und, ja, und das ist immer Vorsicht, so, ganz kurz, also die Jungfrau Maria wird da, glaube ich, nicht in die heilige Dreifaltigkeit da. Wer ist sie denn? War das nicht der Heilige Geist? Meine, ja, der Heilige Geist. Oh Gott, jetzt erzählen wir hier Dinge. Ich bin sehr gefährlich. Ich bin da nicht, dass damit die Jungfrau Maria gemeint wurde. Meine ich schon. Aber gut, warte mal, die heilige Dreifaltigkeit. Das müssen wir jetzt klären, weil das ist sonst, also heilige Dreifaltigkeit. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass die Katholiken halt mehrere Untergötter haben, so nenne ich das immer. Ich werde wahrscheinlich dafür jetzt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du hast recht. Genau. Scheiße. Ja, genau. So, okay, gut, das war dann Mist von mir. Aber jedenfalls bei den Katholiken gibt es halt mehr Figuren, die heilig sind, sagen wir es mal so, ja, als bei den Protestanten. Okay. Und bei den Römern gab es auch mehr Figuren, die heilig sind, eher als bei den Christen. Und hier ist es halt auch so. Und für das normale Volk ist es eigentlich immer besser, wenn es ganz viele Götter gibt, weil da gibt es ganz viel zu feiern und man muss weniger arbeiten. Deswegen waren zum Beispiel auch die Protestanten bei den ganz einfachen Leuten immer verhasst, weil du musst dir vorstellen, du hast halt eine 6-Tage-Woche ohne Sonntagskirche, aber du hast 50 Heilige, die dir Feiertage geben. Und jetzt kommt einer an, Luther erklärt, ja, nee, die Heilige sind alles Quatsch. Vergiss es. Ja. Es gibt nur den Gott. Jetzt sehr vereinfacht. Also, fand ich richtig kacke. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Hauptgrund war. Nein, das finde ich, der Fakt wird oft bei diesen Konflikten vergessen, dass halt das einfache Volk deswegen sehr, zum Beispiel sehr, also sehr einfach gegen Protestanten aufzubringen war. Ja, einigen wir uns darauf, dass es dass es ein Punkt war. Jedenfalls, ich würde jetzt immer sagen, das war jetzt so ein Exkurs von mir, sehr persönlicher Exkurs, man verzeihe mir Ungenauigkeiten, bitte. Ja, okay. Also zu dem, was Echnaton da gemacht hat, also es geht ja jetzt nicht darum, deutlich weniger Gottheiten anzubeten, sondern ich glaube, bei Echnaton ging es darum, eine bestimmte Gottheit ins Zentrum zu packen und eine andere Gottheit abzulösen. Und auch die Macht von anderen Gottheiten zu schwächen. Das heißt, die Leute haben immer noch ihre vielen Gottheiten gehabt. Genau, also Echnaton will Anbetung von der Sonnengottheit Aton. Davor war Amun-Re. Und Fun Fact finde ich halt, dass Tutanchamun auch dann nicht als Tutanchamun geboren wurde, sondern als Tutanchaton. Und dann später umbenannt wurde wieder in, wir müssen halt zeigen, dass die Gottheiten wieder die alten sein sollen. Deswegen heißt du jetzt nicht mehr Tutanchaton, sondern Tutanchamun. Genau, fand ich so ein Fun Fact dazu. Ja, das ist wichtig. Ja, Tutanchamun mit 9 Jahren schon den Thron bestiegen. Es wird bezweifelt, dass er alleiniger Entscheider war, sondern dass er wahrscheinlich auch so eher so, dass er Ratschläge bekommen hat und die mehr oder weniger dann befolgt hat. Er stirbt sehr früh, das ist bekannt. Es wird auch ein Ausweichsgrab genutzt. Und tatsächlich sein Grab, das war mir gar nicht so bewusst, es ist gar nicht unangetastet gewesen, wie das ja oftmals in den Medien so dargestellt wird, sondern tatsächlich gab es auch gleich. Ja. Tatsächlich gab es zweimal Einbrüche in das Grab, bevor Carter es entdeckt hat. Es wurde allerdings nicht komplett ausgeraubt und man geht auch davon aus, dass beim zweiten Mal die Leute auf frischer Tat ertappt wurden, dann wahrscheinlich auch dann sofort hingerichtet wurden, als sie da ertappt wurden. Ich habe noch ein paar Trivia rausgefunden. Jetzt bin ich gespannt. Tutanchamun Trivia. Ja, und zwar im heutigen Anwesen von Lord Carnarvon wurde Downton Abbey gedreht. Ja. Oh, ja. Ich bin großer Downton Abbey-Fan. Großartig. Die Engländer zeigen, wie man sowas macht. Eine Fernsehserie im historischen Setting. Bei ARD und ZDF-Formaten rollen sich bei mir immer die Fußnägel rückwärts.
Ja, ich habe das nie geguckt, muss ich zugeben. Ich kann das nicht einschätzen. Ich habe es geliebt, alle Staffeln. Hab das auch meine Oma gesagt, die fand das auch ganz toll. Okay. Dann nächstes Trivia. Es gab mal, Tutanchamun ist ja mittlerweile gut analysiert. Und es gab DNA-Tests im Museum an zahlreichen Mumien. Und das wurde dann mit Tutanchamuns DNA auch abgeglichen. Und dabei stellte sich heraus, dass Tutanchamuns Mutter auch seine Tante ist. Ah, Inzest. Also ja. Quasi der Vater hat seine eigene Schwester geheiratet. Das ist, glaube ich, viel einfacher, wenn man es so erzählt. Ja. Also das ist tatsächlich wohl gar nicht so unüblich gewesen damals. Die Inzest bei dem ganzen Pharaonen war wohl relativ häufig. Man sieht das wohl auch, dass die da so Erbkrankheiten hatten. Das kann man den Mumien noch ansehen. Und der DNA-Test hat auch ergeben, dass Tutanchamun eine aggressive Form von Malaria hatte. Ja, also mindestens zwei Formen von Malaria. Und kurz vor seinem Tod geht man auch davon aus, dass er einen Malaria-Schub hatte. Also wieder sehr, sehr starke Schmerzen. Da finde ich halt irre, dass sie das feststellen können. Ja. Wann war das alles? Tutanchamun, der ist 1336 vor Christi gestorben. Das ist meine Zeitspanne. Ja, also genau, so in dem Dreh ist er gestorben, 3000 Jahre später unberührt gewesen und dann von Carter entdeckt. Und was ich auch noch interessant fand, war diese Tutmania, die dann da sich mit der Entdeckung, die dann da ausbrach. Also nochmal Tutmania? Ja, es gibt. Wir haben einen Sendungstitel, Steffen. Genau, finde ich gut. Also bis 1922 war es so, dass sich nur reiche Leute hin und wieder mal bei Ausgrabungen oder auch bei den Pyramiden haben blicken lassen. Weil sonst hatte da auch keiner so richtig Zeit und Geld, da mal hinzureisen. Und nach der Entdeckung von dem Grab explodiert das regelrecht. Es gibt dann einen richtigen Boom, auch im Deutschen Reich, von dieser Ägyptologie, von diesem Wahnsinn und im Wissensdurst, aber auch diesen ganzen Darstellungen in Film und Buch und irgendwelche Flüche und Tra und Schundliteratur und so weiter. Also das ist dann auch mit der Entdeckung ausgebrochen. Es gab richtig, also Carter hat sich auch richtig regelrecht belästigt gefühlt dann von den Touristen, die dann das Grab da besuchen wollten. Die kamen dann auch zu ihm, haben ihm irgendwelche Visitenkarten in die Hand gedrückt und der war teilweise so sauer und genervt, dass er sie vor den Augen einfach zerrissen und in den Sand geworfen hat und gegangen ist. Wer noch mehr wissen möchte, so zu dieser ganzen Entdeckungsgeschichte, ich habe das jetzt sehr verkürzt dargestellt, dem würde ich gerne verweisen auf einen Podcast, den ich auch sehr gerne höre, Histogo, Folge 60, Das Grab des Tutanchamun, Sensationsfund im Tal der Könige, vom 10.09.2021 die Veröffentlichung. Fand ich sehr informativ für die Vorbereitung. Sehr gut. Und um mich selber zum nächsten Thema zu überleiten, sowas muss natürlich auch in den Medien stark präsent gemacht werden. Und jetzt kommt es. Und natürlich hat Carnarvon ja sehr viel Geld reingepumpt und musste jetzt auch Geld damit verdienen mit dieser Entdeckung und hat eine Kooperation gemacht mit Zeitungen, dass nur eine bestimmte Zeitung zum Beispiel darüber berichten durfte oder die Bilder abdrucken durfte, also Medienlandschaft. Jetzt kommt es. Und tatsächlich vor 100 Jahren gibt es in Großbritannien eine Vereinigung von der BBC. Die wird gegründet. Ja. Luis, wofür steht BBC? British Broadcast. Ja, und jetzt kommt's. British Broadcast. Ich dachte immer Service, aber das heißt ja nicht BBS. Nee. Ja, ich muss das auch nachgucken. Es heißt zur Gründungszeit British Broadcasting Company. Ah. Das ist jetzt aber die British Broadcasting Corporation. Also ich bin ja, also vielleicht liegt es auch daran, dass immer nur die guten Sachen bei mir ankommen, aber ich finde, der BBC macht ganz viel, ganz Tolles. Ich bin immer sehr neidisch auf deren Qualität, was die machen. Im Vergleich zu ARD und ZDF. Ich höre gerne Deutschlandradio. Es gibt viel im öffentlichen Rundfunk, den ich gerne höre. Ich bin froh, dass es ihn gibt. Ich will ja auch hier eintreten. Ich finde nur die Fernsehproduktion vom ARD und ZDF, die im historischen Kontext spielen, furchtbar.
Louis fertig. Ja, also die BBC jetzt ist gerade auch stark, wird stark angegriffen da im eigenen Land, weil sie, ich krieg's nicht mehr zusammen, ich will nichts Falsches sagen, aber die BBC steht gerade stark im Fokus. Entweder weil sie zu kritisch über die Regierung berichtet, das ist oder mein Wissen, oder weil sie das nicht, wäre das, was ich weiß. Ja. Boris Johnson mochte die deswegen nicht, weil die sehr, okay, weil sie halt sehr dort im Auge war. Aber das ist, lassen wir das jetzt. Das ist nicht Thema BBC von heute, das ist das Thema BBC von vor 100 Jahren. Mhm. Steff. Und das ist damit jetzt, wir hatten das mal in vor einigen Folgen, und zwar in Folge 112 mit dem Titel Verwählt und Vermählt vom 15.11.1920, also vor 2 Jahren, Funk in den USA gesprochen, dass es jetzt da so langsam losgeht mit den ganzen vielen Funksendern, dass es da explodiert, aber dass wir dann im Vergleich zum Deutschen Reich und zu Europa noch ganz, ganz weit weg sind und dass da gerade mal losgeht und man im Deutschen Reich zum Beispiel darüber redet, ob man überhaupt Radio in der Bevölkerung überhaupt empfangen darf, kostenlos und lizenzfrei oder nicht. Ja. Was ich damit sagen will, es gibt eine starke Diskrepanz zwischen den USA, die total weit voraus sind, und jetzt Europa. Und deswegen ist es so eine wichtige Meldung mit der BBC. Das ist jetzt damit der dritte kommerzielle Rundfunksender Europas. Sehr schön. 6 große Radiofirmen schließen sich zusammen. Ich will sie einfach mal nennen. Marconi, dann Radio Communications Company, Metropolitan Vickers, British Thomson Houston und General Electric und Western Electric. Jede Gesellschaft muss ca. 10.000 Pfund Sterling da reinpumpen und stellt einen Direktor. Das Chronikbuch, das noch in D-Mark-Zeiten geschrieben wurde, sagt, dass diese 10.000 Pfund Sterling ungefähr einen Wert von, sie sagen heute, 361,8 Millionen Mark wären, also D-Mark. Nein, 3,6 Milliarden Mark steht da. Habe ich mich vertan? Ja, 3,6 Milliarden Mark. Ich habe nämlich gerade den Chronik-Eintrag dazu. Okay, ja gut. Also ich darf auch mal und was Falsches sagen. Das ist die, das ist der Wert der deutschen Mark von 1989. Weil da unser Chronikbuch ist 1989 in der zum ersten Mal gedruckt worden. Wir haben, ich habe übrigens die zweite Auflage von 1991, Steffen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und 1989 zum Marktwert der damaligen deutschen Mark, kurz vor der deutschen Wiedervereinigung, 3,6 Milliarden Mark. Das kann man auf jeden Fall mit Euro gleichsetzen. Also sagen wir 3,6 Milliarden Euro, das ist nicht falsch. Ich möchte dagegen sagen, dass ich die dritte Auflage habe. Und von wann ist die? Von 92. Wir müssen mal gucken, falls wir das noch mal sehen, würde ich gerne mal sehen, ob es da Unterschiede gibt. Ich gucke jetzt gerade mal, wirklich. Ob vielleicht bei mir jede Gesellschaft zahlt, hier steht 10.000 Pfund Sterling, in Klammern rund 361,8 Millionen Mark ein. Ah ja, ich hab das richtig erzählt. Jede Gesellschaft zahlt 361,8 Millionen Mark und dann steht hier aber insgesamt startet die BBC mit einem Kapital von 100.000 Pfund Sterling. Das sind natürlich 3,6 Milliarden Mark. Also die. Dann war das ein Missverständnis, Steffen. Ja. Dann habe ich dich missverstanden und dich, ich gelobe Besserung. Ich habe dich falsch korrigiert. Ja. Du hast das richtig gesagt. Das mit den 100.000 Pfund Sterling wäre auch erst der nächste Spiegelstrich in meinen Notizen gewesen. Ja, und das nächste Bier geht auf mich. Wir machen bitte weiter. Ja, und die, also wer jetzt gut im Kopf rechnen ist, wird sagen, da fehlen doch aber 40.000 Pfund. Wo kommen die denn her? Die kommen von kleineren Partnern. Damit kaufen sie eine Lizenz für 8 Stationen und Sender auf 2 verschiedenen Wellenlängen und müssen dabei bestimmte Bedingungen einhalten, die es damals vor 100 Jahren einzuhalten galt. Unter anderem die Sendezeit. Generell am Sonntag darf beliebig gesendet werden. In den Wochentagen allerdings nur von 15 bis 23 Uhr. Das Nachrichtenmaterial, das darf nur von bestehenden britischen Nachrichtenagenturen kommen. Also du kannst jetzt nicht sagen, Aluhut News, die haben sich gerade gegründet, sind da, ist jetzt keine bestehende britische Nachrichtenagentur, halte ich für authentisch, von denen berichte ich jetzt. Das darfst du nicht machen. Genau. Homöopathie heilt Krebs. Ja. Darf man nicht senden.
Zudem keine Vergütung für die Verarbeitung von Material, das heißt keine Werbung. Und es darf, also Einflussnahme auf das Programm darf nur, es ist nur erlaubt durch die Regierung und von Behörden. Und beginnt dann, also sie haben sich jetzt gegründet, aber der Sendebeginn ist dann erst 1923 im Januar. In dem Zusammenhang habe ich letzte Folge eine Meldung nicht vorgetragen, die ich mir aufgehoben habe für genau diesen Moment. Am 1.9. gibt es den ersten russischen Sender, der jetzt sendet im Russland. Und Luis, rate mal, wie dieser Sender heißt. Lenin hat schöne Haare. Nein, Komintern. Ha! Okay. Laut dem Chronikbuch sei es, und jetzt zitiere ich hier, der erste an ein Massenpublikum gerichtete Radiosender Europas. Dem würde ich jetzt einfach mal glauben. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, ob das stimmt. Allerdings, Russland ist sehr groß und nur wenige Orte können es empfangen. Viele haben gar kein Radio. Und deswegen hat man angefangen, Radios in öffentliche Gebäude aufzustellen, sodass auch jeder das hören kann. Luis, wenn so ein Radiosender Komintern heißt, in Russland vor 100 Jahren, rate mal, was da so der Inhalt war. Franchise-Politik der Kommunisten. Macht den Kommunismus erfolgreich. Weltrevolution, klassenlose Gesellschaft, aber hört auf Moskau. Ja, also Beschlüsse und... Wir bestimmen, wir sind der Papst der Kommunisten. Wir bestimmen, wie der Kommunismus auszulegen ist. Ja, hol dich dem Aluhut. Also Beschlüsse und Direktiven aus der Partei, das ist der Inhalt. Ich lese gerade eine Biografie von Mao übrigens. Mhm. Und schon 1923 wurde Mao gefördert massiv aus Russland vom Komintern, weil halt die Bruderkommunisten, damit der halt später erfolgreich Revolution machen kann. Das war übrigens, China ist die erfolgreichste, ist der größte außenpolitische Erfolg vom Komintern, ne? Dass die erfolgreiche Revolution in China. Ja. Wieder Themensprung, gerne zurück zum russischen Sender Komintern. Tja, nee, mit dem war ich jetzt auch schon durch und wollte nur sagen, also im Deutschen Reich vor 100 Jahren, da wird derzeit aus Königs Wusterhausen gesendet. Aber das steht alles, das ist alles noch sehr, sehr auf Anfang und wird erst in den nächsten Jahren so hochkommen. Jedoch, da also hätte ich vor 100 Jahren gelebt, ich würde versuchen, in dem Umfeld aktiv zu sein. Das wäre für mich das, wo ich glücklich wäre, glaube ich, bei diesen aufkommenden Radiostationen. Hm. Ja. So, Luis, hast du noch ein Thema? Ja, der Stuttgarter Bahnhof ist nach 6 Jahren Bauzeit endlich vollendet. Du meinst Stuttgart 21? Nein, den Bahnhof vor 100 Jahren, der jetzt abgerissen wurde. Okay, also vor 100 Jahren war das auch schon so ein Problembahnhof. Ja, das ist ein Muschelkalk verkleideter Bahnhofsbau und er beeindruckt durch seine riesigen Dimensionen und seine modernen, blockhaften Architektur. Der markante Blickpunkt ist der 56 Meter hohe Turm, in dem in den obersten 5 Stockwerken Cafés und Restaurants seinen Platz finden. Die 160 Meter lange Querhalle schließen sich 8 Bahnsteige für den Personenverkehr an. Zwischen jeweils 2 Personenbahnsteigen befindet sich ein Bahnsteig für die Gepäckabfertigung. Der Transport des Gepäcks soll nach Fertigstellung des 2. Bauabschnitts unterirdisch erfolgen. Diese Arbeiten werden aber allerdings erst im Jahr 1927 abgeschlossen sein. Als ich das letzte Mal also vor dieser Pandemie da Urlaub gemacht habe, das war 2020 noch im Anfang Februar, da bin ich nach Stuttgart gefahren und wir kamen an einem Montag an und sind erst mal voll in so eine Demonstration gegen Stuttgart 21 reingekommen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der irgendwie gab es an dem, also als wir da waren, ein totales Problem an dem Bahnhof, sodass über mehrere Tage die Züge ausfielen und wir nicht wirklich wussten, ob wir nach Hause kommen werden, schon an unserem Ankunftstag. Ja. War sehr interessant. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich bei Stuttgart 21, dass sie immer gesagt haben, der frühere Bahnhof wurde begonnen im Jahr 1914 zu bauen. Und da dachte ich mir, das müssten wir doch unbedingt mal haben. Und jetzt haben wir das. Ja, sehr schön. So schließt sich der Kreis.
Man muss dazu sagen, der Grund, warum es verzögert wurde, war halt Weltkrieg. Die konnten den Weltkrieg nicht weiterbauen. Das ist auch eine Argumentation, finde ich auch irgendwo. Würde ich zulassen, ja. Muss man aber erwähnen. Galt damals auch als sehr modern. Es gab einen Architekturwettbewerb auch dazu. Und es ist lustig, wie die Zeit sich hier dreht. Eine Sache noch. Auf YouTube, es gibt also diese Stuttgart 21-Projekt, das ist ja viel, viel größer. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr interessant. Es gibt von der Deutschen Bahn dazu einen YouTube-Kanal, wo die regelmäßig sehr spannende Updates bringen, weil die bauen ja nicht nur diesen Kopfbahnhof um in einem, wie heißen die, Durchgangsbahnhof, also da, wo man einfach durchfährt, wo der Zug nicht rasend wieder rausfährt, sondern die, weil Stuttgart ja in diesem Karl so eingekesselt ist und da nicht so viel Platz ist, machen die ja alles komplett neu. Die ganze Region wird ja mit Tunneln und es gibt den Anschluss auch zum Stuttgarter Flughafen und das ist ja ein gigantisches Projekt. Deswegen wird es ja auch kritisiert stellenweise. Und was die da ingenieurstechnisch machen, ist sehr interessant, wie ich finde. Und dieser YouTube-Kanal ist sehr gut. Also ich habe den drin und immer, wenn die ein Update rausbringen, vielleicht bin ich da auch besonders, ich gucke mir das immer gerne an. Mich interessiert das. Und ich habe ehrlich gesagt keine Meinung für oder gegen Stuttgart 21. Also ich finde Stuttgart 21 ehrlich gesagt in sich gut. Ich kann halt nicht sagen, ob die Kosten, die da anfallen und die Umweltzerstörung das rechtfertigen, das kann ich nicht beurteilen. Interessant ist es allemal. Also sagen wir so, du interessierst dich für den Bahnhof aber aus der Politik, da hältst du dich raus und du bist einfach nur an dem Bauwerk an sich interessiert. Es ist wirklich interessant und es ist wirklich spannend, was die Deutsche Bahn da leistet, das muss man sagen. Und die Frage ist trotzdem berechtigt, der Zivilgesellschaft, ob die Kosten, die dabei anfallen, den Nutzen rechtfertigen, weil der alte Bahnhof war jetzt auch nicht schlecht. Da habe ich noch keine abschließende Meinung zu gemacht, weil ich auch nicht da wohne, mich nicht auskenne genug, was das jetzt bedeutet, ja, den Bahnhof da unten zu haben. Und da halt auch was der Mehrwert ist. Ich meine, Stuttgart ist auch sehr, sehr voll, weil es in diesem Tal liegt. Und dadurch, dass der Bahnhof jetzt weg ist, ist da auch schon viel Fläche frei in bester Lage. Ja, jetzt auch die Frage, wofür man das macht. Und lassen wir das. Wir machen jetzt hier keinen Stuttgart 21 Podcast draus. Jedenfalls, dieser YouTube-Kanal ist spannend, weil man halt von der Deutschen Bahn, wie ich finde, sehr gut bekannt, sehr gute öffentliche Arbeit bekommt, ist natürlich von der Deutschen Bahn. Das heißt, es ist natürlich nicht objektiv. Logisch, jedoch interessant. Gut. Ganz tolle Drohnenaufnahmen. Ich werde es verlinken. Danke dir. Und unter die Folge. So. Ich wäre durch, Steffen. Das war jetzt ein wilder Ritt durch die Themen. Gerhard Hauptmann, Stuttgarter Bahnhof, BBC, Tutanchamun, Patchwork-Familie beim Ex-Kaiser, Währungsexperten in Berlin, Antisemitismus, Harry Graf Kessler, in den komischen Berliner Universitäten, Regierungswechsel im Deutschen Reich und der Marsch der Faschisten auf Rom, Machtergreifung Benito Mussolini in Italien. Ja, es war ereignisreich. Ist es so, dass der Elch heute noch weiter rührt oder schläft er schon? Er rührt nicht nur, er atmet die ganze Zeit ein und wird schon rot und zerplatzt gleich, wenn wir ihn nicht endlich rühren lassen. Okay, lass ihn rühren, Luis. Lassen wir den Elch frei. Der Elch, Harry Graf Kessler. Wir haben sein Tagewerk und ich berichte in jeder Folge auf sein Leben in Echtzeit. Was ist in der Zeit vor 100 mit ihm passiert? Und wir gucken immer, wann hat die letzte Folge aufgehört? Es war am 15. Oktober 1922 und er war zwischen den 15. Oktober 1922 und den 15. November 1922 durchgehend in Berlin, hat einen neuen Arbeitskreis gegründet, war auf den Geburtstag von von Gerhard Hauptmann und hat viele andere spannende Leute getroffen. Ja, also es ist sehr ungewöhnlich, dass er in Berlin dass er einen Monat lang im festen Ort bleibt. Normalerweise sagst du mir jetzt, er war in Mailand, er war in Capri. Lorette Mar. auf einer Flatrate-Party auf Ibiza. Aber nein, er ist diesmal komplett in Berlin geblieben. Genau. Das Erste, was er macht, was ich spannend fand, ich präsentiere auch immer nur einen Aufschnitt, also das würden wir hier noch sehr, sehr viel Zeit verbringen, weil Harry Kahn Kessler schreibt gerne und schreibt gerne viel. Er hat den amerikanischen Botschafter getroffen, der heißt Newton. Zitat. Newton teilte vertraulich mit, dass er an seine Regierung mit dem Plan herangetreten sei, in Deutschland, Frankreich und England eine Volksabstimmung über die Frage
nie wieder Krieg zu veranstalten. Falle das Resultat günstig aus, so könne man praktische Maßnahmen verabreden, um den Volkswillen die Verwirklichung zu geben, und dann sei auch schließlich die Bahn frei für amerikanische Hilfe. Anleihe Schulz Erlass, die dann vielleicht das amerikanische Publikum für solche Hilfmaßregeln zu haben sein würde. Er möchte erreichen, dass die amerikanische Öffentlichkeit dafür ist, in Europa zu helfen. Und da denkt er, eine Abstimmung wäre halt gut in Europa für die Frage, nie wieder Krieg. Okay, das finde ich ist sehr, sehr ungewöhnlich für... Aber gut, der ist ja auch der Außenminister. Aber ich hatte die US-amerikanische Politik vor 100 Jahren so abgestempelt, dass die sich erstmal komplett aus Europa und so weiter raushalten wollen und sich erstmal wieder auf sich selbst USA beschränken wollen und sich nur damit auseinandersetzen wollen und gar nicht mit dem, was da in Europa passiert. Ja, das habe ich auch gedacht, aber das ist es. Und Newton fragte mich, was ich von seinem Plan hielt. Also Heinrich Kessler, Antwort, Zitat. Ich antwortete, in Deutschland und wie ich glaubte auch in England, ja, in Frankreich komme es auf die Stellung der Regierung an. Das heißt, was sie wirklich wünsche. Daher sei der Schwerpunkt in Frankreich. Und Frankreich wiederum würde überhaupt nur abrüsten, wenn ihm die Sicherheit seiner Grenzen garantiert werde. Hutton äußerte, er habe seitdem er in Deutschland sei noch keinen Deutschen getroffen, der nicht bereit sei, gegen Frankreich in den Krieg zu ziehen. Sein Gefühl sei, dass Deutschland was settling down doggedly to prepare the revenge against France. Also, dass Deutschland sich eingräbt, um die Rache gegen Frankreich vorzubereiten. Und wir haben versucht, ihm dieses auszureden. Er sagte dann jedoch, er wolle alles tun, was in den Grenzen seines Amtes läge, um Deutschland zu helfen. Und er hat so recht, das ist ja furchtbar. Ja, er hat so recht, ja, er hat es dann doch verstanden. Er hat es echt verstanden. Wenn es Deutschland hilft, keine Reparation zu zahlen, dann ist das vielleicht auch Geld zur Wiederaufrüstung für den neuen Krieg. Ja. Ach, tragisch. Wenige Tage später, 29. Oktober, wir hatten das Thema gerade, Zitat. Die Faschisten haben durch einen Staatsreich die Gewalt an sich gerissen in Italien. Wenn sie sie behalten, so ist das ein geschichtliches Ereignis, das nicht bloß für Italien, sondern auch für ganz Europa unabsehbare Folgen haben kann. Der erste Zug im siegreichen Vormarsch der Gegenrevolution. Bisher haben die revolutionären Regierungen, zum Beispiel in Frankreich, wenigstens noch so getan, als ob sie demokratisch und friedlich seien. Hier kommt ganz offen eine antidemokratische, imperialistische Regierungsform wieder zur Macht. In einem gewissen Sinne kann man Mussolinis Staatsreich mit den Lenins am Oktober 17 vergleichen. Natürlich als Gegenbild. Vielleicht leitet er eine Periode neuer europäischer Wirren und Krieger ein. Was soll zum Beispiel Mussolinis Italien im Völkerbunde, dessen Grundsätze Selbstbestimmungsrecht, Friede und so weiter, er verwirft? Ja, das ist ja auch das Ding, ne? was vor 100 Jahren so neu war, dass eine Person tatsächlich von rechts so viele Menschen zusammen auf die Straße bringen kann. Was dann ja jetzt Heinrich Kessler da als die Gegenrevolution bezeichnet. Gegenrevolution, also damit meint er natürlich Revolution von links 1917 in Russland. Was ich spannend fand, ich habe nochmal geguckt, das ist die erste Stelle in seinem Tagewerk, wo Mussolini erwähnt wird, tatsächlich. Der hat es sofort gewusst, das finde ich immer interessant, dass das für ihn zumindest so gut erkennbar war. Ja, stimmt, ne? Also erster Eintrag 29.10., nächster 30.10. und danach kommt er öfter vor. Also es gibt hier so ein Namensregister, da sieht man, wann welche Personen vorkommen, und vorher wurde er nicht erwähnt in seinem Tagewerk. Dann kann man auch gut sehen, dass es dann tatsächlich ja auch so ein Schlüsselereignis ist. Und man kann sagen, man hätte sehen können, wenn man wollte. Ja, das ist immer leichter aus der heutigen Sicht sowas zu sagen. Ja, oder ja. Es gibt Leute, die haben gesehen. Sagen wir es mal so. Also genau, es war zugänglich. Natürlich ist Heinrich Kessler höher gebildet, hat mehr Möglichkeiten und auch mehr Lebenserfahrung und auch mehr Chancen, die Welt zu sehen als andere. Ja, also auch jetzt mit dem amerikanischen Außenminister, also das finde ich schon Wahnsinn, dass du das da so gefunden hast im Tagebuch, dass du das sagst, was dann tatsächlich auch so passiert ist. Ja. Ja. Nächstes Thema in seinem Tagewerk ist natürlich der Regierungswechsel. Ja,
Wirt hat abgedankt und jetzt kommt der Regierung. Ja. Mhm. Kudo, richtig. Zitat. Abends war der Dollar schon 7.200 Mark. Wenn diese Höhe bleibe oder was sicher sei, überschritten werde, so müsse eine Teuerungswelle kommen, die alles fortfege. Das war am 6. November. Einen Tag später. Dollar 9.000 Mark. Am 7. November. Wie die Fiebertemperatur eines Schwerkranken zeigt der Dollarstand täglich den Fortschritt unseres Verfalls an. Abends gab ich in der Esplanade ein Dinner zum Zwecke zu einer Vereinigung von führenden Männern der republikanischen Parteien. Das heißt, er hat eingeladen und will einen Arbeitskreis gründen. Okay. Ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Ja. Und da wurde, also in den Arbeitsgrab waren ungefähr so 20 Personen. Ich habe die mir alle mal rausgesucht, was die so machen, weil ich wollte es einfach mal wissen, weil in dem Buch ist ein Tagebuch, ne? Das ist ja nur für ihn geschrieben. Da steht dann Hilferding, Breitscheid, Preuß, Köster, Hugo Simon, Georg Bernhard, ich, dazu noch Löbe, Gerlach, Felix Deutsch, Fehler, Otto Braun und den Bankier des Königs. So, das ist dieser Arbeitskreis. Das geht also, ja ziemlich schnell. Wenn er schon abliefert, dann aber auch richtig, ne? Die hat er jetzt zusammengerufen, ne? Ja, naja, und vielleicht noch Stück für Stück. Ja, so Hilferding ist im SPD-Parteivorstand. Breitscheid, ich kenne immer diesen Breitscheid-Platz, Mann. Und das ist ein Außenpolitiker der SPD und hat auch Mitglied des Reichstags. Preuß, der ist Mitglied der DDP, Deutsch-Demokratische Partei, und der hat den ersten Entwurf entscheidend mitgeschrieben, der Weimarer Verfassung. Köster, Mitglied des Reichstags, SPD. Hugo Simon, Mitarbeiter von Rathenau. Georg Bernhard, das war der Publizist der Weimarer Republik, ist sowas wie bei, vergleichbar vielleicht wie Leo Kirch, nur er war selber Jude und halt eher auf der guten Seite der Macht. Georg Bernhard, so muss man das sehen. Dann Löbe, auch Mitglied des Reichstags. Gerlach ist der Chefredakteur der Welt am Montag. Otto Braun ist der preußische Ministerpräsident. Solche Leute. Und die treffen sich und die besprechen, was gerade passiert und verabreden sich, alle 8 Tage wieder zu treffen. Hier ist noch ein schönes Zitat von eben Bernhard. Das war der Publizist, also der entscheidende Pressemann, also oder einer der entscheidenden Pressemänner der Weimarer Republik und sagte, Zitat, Bernhard meinte, Rathenau habe Wirth wie eine Art von Golem geschaffen. Das Unglück sei, dass dieser Golem nach Rathenaus Tod weiterlebe und dass niemand wisse, wie man ihn ersetzen solle. Und die diskutieren halt, wie man jetzt Wirth, der jetzt schon angezählt ist, ersetzen könnte. Und besprochen wurden Adenauer, Hermes und Oeser. Ich fand hier wichtig, dass damals schon Adenauer, also Konrad, die alte Eule, in Diskussion war. Also das war am 7. November. Er hat seinen Arbeitskreis gegründet. Ja, das fand ich noch. Ja. Und wie geht es jetzt weiter? Also die Regierung ist in der Vollkrise. Es wird spekuliert, wer der nächste Reichskanzler ist. Interessanterweise Kuno, der es wirklich geworden ist, taucht hier nicht auf. Der kam wirklich von außen. Zumindest H.K. Kessler hatte ihn nicht auf den Schirm. Skandal. Ja, aber natürlich schreibt er über sich selber in seinem eigenen Tagebuch, mir sei unter diesen Umständen die Gesandtschaft in Brüssel zugedacht. Und er wird natürlich gefragt, ob er das machen möchte. Und Zitat, jetzt kommt es wieder. Harry Graf Kessler. Ich sagte, ich hätte gar keine Lust, wieder in den aktiven Dienst einzutreten. Für mich würde die Übernahme des Postens in Brüssel lediglich ein sehr großes persönliches Opfer bedeuten, das ich nur bringen würde, wenn ich die Überzeugung bekäme, dass ich damit Deutschland eines der Größe meines Opfers entsprechenden Dienstes leiste. Meine Person schiede also ganz aus. Das ist mal eine Ansage, wenn jemand fragt auf Arbeit oder so. Stifttrop. Ja, möchtest du hier der Koordinator für den Testzyklus sein? Ich würde das nur machen, weil es für mich wäre es ein Opfer, wenn das Opfer von mir auch dem Wert des Mehrwertes, der damit erzeugt wird, angemessen wäre. Und ich kann sagen, meine Person scheidet komplett aus. Weil ich entscheide das ja. Er sagt ja auch, den ich nur bringen würde, wenn ich die Überzeugung bekäme, dass ich damit Deutschland einem der Größe meines Opfers entsprechenden Dienst leiste. Großartig. Dann redet er über die Lage in Bayern. Zitat, die Lage in Bayern sei so gefährlich, dass man nicht warten könne. Dort könnten die Rechtsradikalen jeden Tag losschlagen und nur eine bürgerliche Reichsregierung könne dort die Lage bessern. Also wird halt gesagt, wenn wir jetzt hier nicht eine neue Regierung stellen, dann könnte es in Bayern knallen, dass die Faschisten übernehmen.
Und bei der neuen Regierung sagtest du ja vorhin, dass eine bayerische Volkspartei auch mit in der Regierung sitzt. Richtig. Hier geht's noch weiter. Hitler und Esser hätten die Straße ganz in der Hand. Ludendorff und Ruprecht hielten sich allerdings zurück. Aber jeden Tag könnte Hitler und Esser die Straße gegen die Juden und gegen Berlin in Bewegung setzen. Sie hätten eine große, gut organisierte und bewaffnete Gefolgschaft. Die Reichswehr werde keinen Widerstand leisten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich war jetzt ehrlich gesagt völlig unvorbereitet, dass jetzt auf einmal der Schwenk zu Hitler kommt. Ja, deswegen habe ich es ja reingenommen, weil das ist schon mal interessant, dass das auch noch mit reinkommt. Und jetzt zum Schluss nochmal, wir sind jetzt wieder 8 Tage später, also am 14. November, und es trifft sich wieder diese Kammeria, sagt er. Ja, also die treffen sich in diesem Edelladen Hiller, da gibt es auch Schildkrötensuppe, und da gibt es Dinner, Hilferding und Breitscheid kamen aus ihrer Fraktionssitzung mit der Nachricht, also Fraktionssitzung der SPD, dass die Sozialdemokraten die Große Koalition mit 150 gegen 20 Stimmen abgelehnt hätten. Da wird sein Verbleiben gestern vom Zustandekommen der Großen Koalition abhängig gemacht hat, ist damit Wirth gefallen. Allgemein wird Wirth persönlich als erledigt betrachtet, namentlich wegen der Art, wie er die Krise jetzt herbeigeführt und behandelt hat. Und auch, weil er in den letzten Monaten offenbar nicht mehr Herr der Sache gewesen sei. Nervenzusammenbruch, Attentatangst, Furcht vor der Verantwortung. Oh, das mit der Attentatangst kann ich aber durchaus nachvollziehen. Also wenn da so, also wie hieß diese rechtsradikale Fraktion da nochmal, die Rathenau ja auch ermordet hatte und Etzensberger? Fraktion Konsul? Ja, genau. Organisation, ja, natürlich. Ja, also die haben ja Hunderte vom Orden verbracht. Das war saugefährlich damals. Ja, also ich hätte auch Angst gehabt vor Attentaten. Ich auch. Aber hier sehen wir auch nochmal, was genau passiert ist bei diesem Regierungswechsel. Also Wirth ist angezählt, neue Regierung soll erzeugt werden, ohne Neuwahlen. Und es gibt eine Abstimmung innerhalb der SPD für eben eine große Koalition mit den bürgerlichen Parteien, also halt so Bündnis zwischen Liberalen, demokratisch-nationalen und auch konservativ-demokratischen und christlichen Parteien mit der SPD, und die SPD lehnt ab. Und Wirth hat gesagt, er wird nur Reichskanzler, wenn die SPD dabei, also wenn es diese Koalition gibt, und da sie jetzt fällt, ist Wirth weg. Frage ich mich ja auch, ob vielleicht aus der SPD auch dann deshalb gesagt wurde, nee, das machen wir nicht, die große Koalition. Ja, dazu kommt das nächste Zitat. Die Sozialdemokraten möchten höchst ungern den Reichskanzler stellen, wegen den Schwierigkeiten im Winter in Deutschland und aus außenpolitischen Gründen. Ja. Die wollen nicht. Es ist wahrscheinlich eine sehr schlechte Braut, die man nicht haben will. Oder ein sehr schlechter Ehemann, den man nicht haben will. Ja. Ja, ja. Kann ich gut nachvollziehen, dass die so argumentieren. Finde ich aber auch trotzdem ein bisschen schwach. Das ist immer schwierig, ne? Andererseits, wenn die SPD sich wieder hergibt für Koalition und dann da aufgerieben wird, wird sie auch immer kritisiert, ne? Ja. Die Groß bei uns, gerade mit Merkel, nur so als Stichwort reingeworfen. Ja, ich meine, auch vor 100 Jahren, ne? Also man kann es nur mal wieder sagen, egal was man machte, man war immer der Idiot. Ja. Zitat. Man scheint sich nämlich mit Kuno, der für unfähig gehalten wird, wie mit einem unabwendbaren Schicksal abgefunden zu haben. Bernhard, also dieser Pressemann, zitierte Rathenau, der in Genau gesagt habe, Kuno sei eine dicke Zigarre, man werde sie wegen ihrer schönen Bauchbinde doch einmal rauchen müssen. Klöster hält Kuno für ganz ungeeignet. Hilferding war weniger ablehnend. Ich im Sinne von Harald Graf Kessler, kenne Kuno nicht, vertrete aber die Ansicht, man könne in diesem Augenblick kein Experiment riskieren. Zimmermann, Rosen haben uns genug gekostet. Also Zimmermann war der ehemalige Außenminister und der hätte gern jemand anderes, Harry Graf Kessler. Ich glaube, auf diesen Zimmermann, hast du schon mal erwähnt, da war er nicht gut drauf zu sprechen. Nein. So viel zu der Einschätzung von Harry Graf Kessler. Es ist überraschend wenig für einen Regierungswechsel. Aber ich finde es immer gut, das nochmal so zu hören von Leuten, die dabei gewesen sind, warum die SPD, also wegen, die wollen keinen Reichskanzler stellen, die haben Angst vor dem Winter, das haben wir jetzt ja auch übrigens,
und wollen die nicht in die Regierung. Und so kam es, wie es kam, dass Kuno an die Macht kam und dass es diese Minderheitsregierung gab. Und du sagst es zu Recht, Steffen, egal was man macht, das ist irgendwie falsch. Ich sehe die, ich halte die Lage für wirklich herausfordernd. Ich bin halt sehr überrascht, dass Harry Graf Kessler da eine Arbeitsgruppe hat und keiner von denen sagt, dass Kuno eine gescheite Person sei. Jetzt kann man natürlich auch fragen, welche Person hat Harry Graf Kessler eingeladen und hat sie vorgestellt. Na, die SPD, aber, die ja, nicht wollen. Genau. Und die finden natürlich, das sind eher so Linke, und die finden natürlich so einen Großkapitalist immer schlecht. Ja, also daher ist vielleicht ein Selektionsproblem, wen er da eingeladen hat und von wem er da die Meinung nimmt. Vielleicht hätte er auch mal einen Großkapitalisten, der für Kuno, vielleicht hätte er auch mal Kuno einladen sollen. Die Meinung von Hugo Stinnes würde mich interessieren. Achso, der war auch eingeladen? Nee. Leider nicht. Das ist ja ein Großkapitalist. Das war ja der Gewinner der Inflation. Ach so, deswegen erzählt das ja. Okay. Genau. Der würde mich interessieren. Der ist hier aber nicht in den Tagebuch drin. Zudem hat Harry Kessler keinen Zugang. Ja, man kann ja nicht alles haben. Aber es ist auch ein Tagebuch. Das ist überhaupt nicht objektiv. Ist alles sehr subjektiv, selbstverständlich. Ja, stimmt. Gut, dass du es nochmal sagst. Also unter dem Aspekt muss man das natürlich immer lesen. Richtig. Und deswegen machen wir auch erst die offiziellen Meldungen und das Tagewerk zum Schluss mit der subjektiven Einschätzung. Die hat für mich halt immer trotzdem Mehrwert, weil er da so nah dabei ist. Dass die direkt aus dieser Fraktionssitzung kommen und dann in seine Kammeria kommen, zu ihnen, dann gemeinsam da bei Hiller edel denieren und halt die Lage auswerten. Ja, also bei einer Schildkrötensuppe dann sich vor dem Winter fürchten. Ja, so muss man sich das vorstellen. Gut. Ja. Und der letzte Eintrag ist der mit der Hauptmannfeier in der Universität, die den Reichspräsidenten abgelehnt haben. Und mit den langweiligen Reden von den ganzen Professoren. Ja, okay. Ja, ich fand es gut, dass du das dann gleich vorgegriffen hast. Das fand ich gut. Kommen wir zum Kulturteil. Steffen und ich, wir waren eingeladen zum 12. Oktober in der schwedischen Botschaft zu einer Buchpremiere von dem Buch Geisterschiffe. Ja, und da wären wir fast nicht hingegangen, Luis. Ja, weil man muss sich das vorstellen, man kommt eine E-Mail von Vorname.Nachname, wir sagen den Namen nicht, @gof.se, also von der schwedischen Regierung, zu einem Champagnerempfang in der schwedischen Botschaft für einen Buchempfang. Und da haben wir uns gedacht, nigerianische Prinzen sind ausgegangen, aber nein, wir haben noch so einen schönen Brief bekommen mit so Stempel, schwedische Botschaft, Champagnerempfang für Geisterschiffe. Und das ist unfassbar spannend. Also jetzt hier auch, wir wurden eingeladen, haben ein signiertes Buch geschenkt bekommen und durften Zimtschnecken, Weißwein und Rotwein dort konsumieren und haben das Buch vorgestellt bekommen mit einigen anderen Vertretern von Presse oder auch aus dem Internet von anderen Podcasts und Internetprojekten. Also wir sind hier, das ist ja schon mal als Disclaimer vorneweg. Und für mich fand das großartig, weil das Thema waren Wracks, also gesunkene Schiffe in der Ostsee. Und es stellt sich raus, dass die Ostsee sehr gut Schiffe erhält, also bewahrt davon, dass sie zersetzt werden, dass natürliche Prozesse stattfinden. Und die haben davon Bilder gemacht. Und die haben 50 Meter Sichtweise stellenweise gehabt, was ich nicht niemals gedacht hätte, weil ich war schon mal Wracktauchend im Roten Meer und auch in Australien. Roten Meer war es ein Zweiten Weltkriegswrack, was die Deutschen versenkt haben, und vor Australien war es so ein altes Holzschiff von den Engländern, und da war nichts mehr viel zu sehen, weil das Holz wird ja als natürlicher Rohstoff zersetzt, und in der Ostsee wird es gut erhalten, und dass selbst Schiffe, die 400 Jahre alt sind, sieht man noch die Kanonen aus der Batterie, und die Ostsee ist auch sehr flach, und total toll. Die haben diese Bilder vorgestellt, wie sie 14 Jahre lang an das Buch gearbeitet haben, haben halt erklärt, wie sie die Wracks finden. Man durfte Fragen stellen. Und es war ein Erlebnis, die halt doch in die Wracks rein, zeigen dann halt, wie die Gänge waren, und toll. Und daraus ist so ein Bilderband entstanden. Sie haben sich darauf beschränkt, wenn sie Text dazu haben, dann wenig Text. Kurz gebündelt, und dann kommt aber seitenweise dann auch die Bilder dazu. Sie wollten ja nicht den Lesefluss oder besser gesagt den Bilderfluss unterbrechen, in dem immer wieder nur Bild und daneben Text ist, sondern das soll dann schön großflächig Bild sein. Was ich daran bemerkenswert finde, ist, man sieht das Wasser nicht. Also das klingt jetzt total banal.
Aber man würde jetzt eine Unschärfe erwarten oder irgendwie, ja, dass man ein bisschen was Verschwommenes sieht oder so. Aber das sieht so aus, weiß ich nicht, als ob man jetzt sich auf einem fremden Planeten befindet, und da liegen halt so Schiffe aus dem, also U-Boote oder aus dem 16. Jahrhundert, und welche Schiffe liegen da halt rum, gestockscharf, in irgendwelchen grün schimmernden Welten, so sieht das aus. Die Bilder selber sind gestochen scharf. Das ist, glaube ich, auch einer vom Mehrwert des Buches, dass es einfach so eine Bilder bisher nicht so gebündelt und gesammelt gibt von diesen Wracks in der Ostsee. Und es gibt auch Wracks aus der Zeit von vor 100 Jahren, deswegen passt das hier auch als Kulturteil. Genau. Ist jetzt nicht das leichteste Buch. Nein. Ja, also es sind 272 Seiten, aber sehr schön verarbeitet. Ist ein sehr großes Bildband, professionell gemacht. Ist total schön. Vielen Dank an den Malik Verlag, an die schwedische Botschaft für die Einladung und an die Autoren des Buches, Carl Douglas und Jonas Dahn. Das waren Schweden, die haben den Vortrag auf Englisch vorgehalten. Oh, war sehr, sehr spannend. Und ich habe es angeguckt, fand das so schon interessant, und ich habe noch einen Anwendungsfall gefunden. Und zwar, mein Sohn ist jetzt 10 Monate alt, und mit dem gucke ich mir das Buch ganz gern an, und irgendwie das funktioniert. Ich muss dazu sagen, mein Sohn, wenn der Buch sieht, will er es immer essen. Also der hat da noch nicht so die Präferenzen. Und für mich ist halt dieses Buch dann doch spannender. Das sind halt nur Bilder ohne Text von diesen Wracks. Und ich sage immer, da ist ein Steuerrad, da ist ein Mast, hier ist eine Kanone, da ist ein Türgriff, hier ist eine Lampe, hier ist eine Flasche Schnaps, so. Da ist eine Geige. Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr er das wahrnimmt, aber ich habe da mal mehr Spaß als bei den üblichen Büchern für unter Einjährige. Ja. Ich hoffe, dass dein Sohn jetzt nicht das Buch in den Mund nimmt. Nein, da passe ich drauf auf. Gut. Ja, es gibt ja wieder, wie gesagt, zum Essen gibt es andere Bücher. Er hat eigene Bücher, die man essen darf. Gut. Ja, finde ich gut. Also, wir werden es, wie gesagt, verlinken. Und ja. Bin sehr gefreut. Genau. Disclaimer haben wir gemacht. Wir haben es nicht einfach so bekommen, sondern es wurde auch der Aufruf dann während der Veranstaltung gemacht, dass man das bitte die frohe Kunde verbreiten soll. Ich glaube, wir würden es jetzt nicht erwähnen, wenn wir das Buch auch nicht tatsächlich auch gut finden würden. So viel Ehrlichkeit möchte ich hier schon geben. Richtig. Das wäre wichtig zu erwähnen. Ich werde auch, also ich hätte mich da auch, also wenn ich da so mit Tickets, das hätte ich halt auch mir dafür ein Ticket besorgt, weil das ist so etwas, was mich wirklich fasziniert. Also ich habe nur mal so als Touri mal so eine Fraktur mitgemacht, aber mit so, also und als Hobbytaucher, und das ist was ganz Tolles, und ich war froh, da mit den Profis im einen Raum zu sein. Ja, du hast auch eine Frage gestellt. Es gab eine Fragerunde. Und ja, genau. Ich war, also wir waren zu dritt da. Luis, du warst da, und meine Frau und ich waren da. Auf dem Weg dahin haben wir schon so gescherzt, wenn es eine Fragerunde gibt, Luis wird sich bestimmt melden. Und was kam? Luis hat sich gemeldet. Na, natürlich. Und ich habe aber ich konnte das ja nicht einordnen, wo ich da war. Und mir war das alles sehr schleierhaft. Deswegen habe ich ganz, ganz vorsichtig nur gefragt, wie die Fracks denn finden, weil das hat mich interessiert, das hat die nicht erwähnt. Und dann wollte ich auch denen eine gute Gelegenheit geben, weil ich glaube, die freuen sich über solche Fragen. Ja. Eigentlich hat mich interessiert, weil die haben erzählt, dass es im Ersten Weltkrieg britische U-Boote gab in der Ostsee, die Schiffe der Mittelmächte versenkt haben. Das wusste ich nicht, das war neu für mich. Die haben übrigens aus einer Basis aus Estland operiert, hat sich herausgestellt. Das wollte ich eigentlich fragen, aber ich wusste nicht, ob die anderen das auch interessiert. Deswegen habe ich die unverfängliche Frage gestellt, nachdem, wie die Wracks gefunden haben. Und da wollten sie aber auch nicht ganz so mit rausrücken. Die haben gut geantwortet, aber ich kann das auch verstehen. Das, glaube ich, auch soll nicht jeder wissen. Ja, sie hatten auch schon gesagt, dass sie in früheren Büchern, die sie rausgegeben haben, da haben sie auch die Tiefen bekannt gegeben, in welchen Tiefen die Boote lagen. Das haben sie jetzt nicht gemacht, weil sie feststellten, nachdem das damalige Buch dann rauskam mit den Tiefenwerten, fanden auf einmal Plünderungen statt. Also die Leute, kann das gefunden werden. Genau. Ja, die Leute, die auch Experten sind, die können anhand der Tiefenwerte, können sie auf die Position des Schiffes denn
sehr gut schließen oder besser gesagt gut eingrenzen. Und dann kam es dazu zu Plünderungen. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil ein paar der Wracks natürlich auch als Seemannsgrab gelten. Zusätzlich, unabhängig davon, dass man so eine Wracks nicht einfach plündern darf. Ja, natürlich, genau. Ja. Gut, ja, so viel dazu gesagt. Dann vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge, die letzte Folge des Jahres am 15.12.2022. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank. Outtakes. Wir haben die Ausgabe vom 8.10.1922 und der Witz lautet wie folgt. Vom 8.10., das ist aber nicht tagesaktuell Form für die Folge. Ja. Das wollen wir das doch mal neu machen. Ja, von mir aus, ja. Gut, ist mir auch aufgefallen. Nee, das passt. Ich habe den falschen Link. Ach so. Kannst du das rausschneiden? Ja, kann ich rausschneiden. Oder, ich gucke noch mal, Kastellan, oder ist es der aus der Kirche, der Pfarrer? Also religiös haben wir heute echt den Punkt getroffen, ja. Nee, aber Kastellan...